Herzlich willkommen zu einem weiteren Abend von Gottes Haus. Und wieder wollen wir euch zusprechen, Gott hat mehr für dich. Amen. Und wir sind überrascht heute, dass es so einen warmen Sommertag gegeben hat. Und wir hoffen, dass ihr jetzt euch alle auch aufbauen lasst, ermutigen lasst, ausrichten lasst, was auch immer der Herr heute Abend für euch hat. Wir haben gebetet, dass es ein Abend wird, der Leben verändert, der Situationen verändert und der einfach dazu hilft, dass ihr ermutigt in den nächsten Schritt reingeht. Jawohl, es ist echt eine sehr coole Message, die wir heute haben. Und zwar zum einen, genug ist genug. Ja, genug ist genug. Das ist ein wirklich guter geistlicher Satz. Ja. Genug ist genug. Und da geht es um eine Story, die ist 3000 Jahre alt. Yes. Etwas mehr sogar, über 3000 Jahre. Und die hat für uns heute eine sehr große Bedeutung. Und die andere Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, da habe ich den Titel gegeben, ein zweiter Goliath und ein echter Held. Amen. Was ist denn da? Das ist eine spannende Geschichte, ein spannender Bericht, der mir immer wieder im Leben geholfen hat, mir immer wieder Dinge geistlich eröffnet hat. Und ich möchte euch da nachher mit reinnehmen. Zuerst möchten wir euch aber ein Wort zusprechen aus Psalm 145, Vers 2. Und es ist, glaube ich, immer gut bei unseren Gottesdiensten, wenn man die Bibel dabei hat, dass man die Sachen nachlesen kann, mitlesen kann. Oder auch, wenn du später die Predigten nochmal nachhörst, dass du einfach mitlesen kannst und oder aber zumindest Block und einen Stift, um sich die Bibelstellen aufzuschreiben. Ja. Dabei mal einen kleinen Tipp. Jemand hat neulich gesagt oder geschrieben, es ist so schnell, wenn so viele Bibelstellen kommen. Ja. Auf der Bibelschule haben wir gelernt, du schreibst zuerst hinten die Kapitel- und Versangabe und dann das Buch. Also wenn es ja, beispielsweise 1. Korinther 5, Vers 16 ist, dann schreibst du 5, Vers 16 und dann schreibst du 1. Korinther, weil das kannst du dir besser merken. Das hört man einfach mit. Das machen normalerweise Leute, die also Bibelstellen schnell aufschreiben müssen. Fang hinten an. Ja, also wir üben das mal. So, der Vers aus Psalm 145, Vers 2 heißt, täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Dieses täglich heißt heute, heißt morgen, heißt übermorgen. Yes. Wir hören einfach nicht auf, den Herrn täglich zu preisen. Wobei ich weiß, dass das für manche Situationen, und da geht es auch nachher in der Predigt drum, dass es in manchen Situationen wirklich ja auch eine Herausforderung ist, oder den Herrn zu preisen. Inmitten der Situation, inmitten der Attacke, inmitten der Herausforderung. Es ist der Schmerzen. Nicht leicht. Ja. Ja, aber der Punkt ist, ja. Du tust ja den Herrn nicht preisen, weil es dir so schlecht geht. Weil du in der Situation drin bist, ja. Sondern du tust ihn preisen, weil er würdig ist, gepriesen zu werden. Und weil er ein Helfer ist. Und ich habe mehrere Bibelstellen auch gelesen, vor allen Dingen in den Psalmen, wo es immer heißt, morgen für morgen komme ich zu dir. In der Nacht auf meinem Lager will ich über dich nachdenken und will dich preisen. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dass in den Situationen, durch die wir gegangen sind, es manchmal wie eine Zuflucht für mich gewesen ist, dass ich gesagt habe, Herr, ich weiß nicht jetzt im Moment, wie ich so richtig da rauskomme, aber ich will dich preisen, dass du mir helfen wirst. Yes. Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Und wir wollen Menschen sein, die Gott preisen. Amen. Die Gott preisen unter allen Umständen. Yes. So im Sprachgebrauch kennt man das ja, ne? Unter allen Umständen will ich dies oder das tun oder ich nehme mir vor, unter allen Umständen werde ich dahin fahren oder wie auch immer. Unter allen Umständen wollen wir den Herrn preisen. Wir wollen ihm sagen, wie groß er ist. Wir wollen sagen, wie groß der Herr ist in unserem Leben. Wir wollen ihm danken für die Dinge, die wir noch nicht haben, als hätten wir sie schon. Wir wollen unseren Glauben ausstrecken, dass wir wissen,
Er hat mehr für uns in der Situation, durch die Situation. Und wir beten ganz, ganz oft, Herr, wir werden aus dieser Situation ein Zeugnis haben. Und deshalb heißt es für uns, täglich will ich dich preisen. Täglich will ich deinen Namen loben. Das Amen. Ist hier von einer Entscheidung die Rede. Ja. Dieses will ich, das ist eine Entscheidung, die wir treffen und die wir treffen sollen. Und die wir auch treffen können. Ja. Das ist etwas, was nichts mit Emotionen zu tun hat, sondern was eine Willensentscheidung ist. Amen. Yes. So, deswegen wollen wir das jetzt auch gemeinsam tun. Lass uns zusammen beten, lass uns ihn anbeten. Wir haben neulich drüber gesprochen, über diesen Räucheraltar, dass der Lobpreis aufsteigen soll zu Gott. Und wenn du in irgendeiner Sache jetzt wirklich, wenn es dir schwerfällt, Gott zu preisen, tu es trotzdem. Lass das über deine Lippen kommen. Lass es wirklich als ein Bekenntnis kommen, auch wenn es nicht so leicht ist im Moment. Ja? Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Du hast uns in deinem Wort gesagt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. Amen. Und Herr, wir kommen zu diesem Thron der Gnade jetzt, in allen unseren Herausforderungen, in allen unseren Umständen. Und wir proklamieren, dass du uns dadurch helfen wirst. Wir proklamieren, wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben, wir wollen dich erheben über den Dingen in unserem Leben. Und wir sprechen aus und sein Lauf des Glaubens wird von dir getragen, begleitet, wird von dir zum Sieg gebracht werden. Wir danken dir, Herr, dass der in uns lebt, größer ist. Du hast uns den Sieger in unser Leben hineingegeben, ausgeschüttet in unsere Herzen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns leiten wirst, dass du uns auch inmitten aller Situationen und Herausforderungen durch deine Gnade, durch deine Offenbarung, durch deine Weisheit, durch deine Wahrheit und Erkenntnis leiten wirst. Und dass du unseren Mund leiten wirst zur Anbetung, dass du uns helfen wirst, unseren Mund zu öffnen und das Lob Gottes auszusprechen. Ja, Herr, wir loben deinen wunderbaren Namen, wir erheben dich. Ja. Du bist würdig. Du Amen. Bist absolut würdig. Du thronst über dem Erdkreis. Ja. Was immer hier die Völker tun, es ist nichts. Die Bibel sagt, es ist wie ein Tropfen an einem Wassereimer. Es ist im Grunde genommen für uns so wichtig, aber für dich ist es etwas, was so unrelevant ist. Wir preisen dich, du bist Gott, du hast alles in deiner Hand, du bist der Schöpfer, du bist derjenige, der alles gemacht hat, der uns gewollt hat, der sich hingegeben hat für uns. Wir erheben dich, weil du alles getan hast, damit wir gerettet sein können und in Ewigkeit bei dir sein zu können. Wir erheben dich, Herr, du hast den Weg gemacht, du hast alles für uns getan und alles, was wir tun müssen, ist das in Anspruch nehmen und dein Segen ist überfließend da. Herr, du bist hoch zu preisen, du bist hoch zu ehren, du bist hoch zu rühmen und wir wollen heute auf dich schauen. Wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich preisen. Und wenn wir hier diese beiden alttestamentlichen Geschichten betrachten, dann ist es etwas, wo wir sehen wollen, wie genial du geführt hast, welchen Segen du gegeben hast und dass wir heute daraus lernen können, wie wir heute vorwärts gehen. Herr, und in all dem soll dein Lob auf unseren Lippen sein. Und zwar, wie gesagt, heute und morgen und übermorgen und bis zu unserem letzten Tag, bis zu unserer letzten Stunde soll dein Lob auf unseren Lippen sein. Ja. Amen. Amen. Ja. Manchmal erfüllt mich das wirklich mit tiefer Freude, wenn ich mich dazu entscheide, den Herrn anzubeten, dann kommt Freude in mein Herz. Dann lege ich das andere zur Seite und sage, Herr, eigentlich geht es nur um dich und mich. Und das ist es, unser Gebet für uns Amen. Alle heute. So, wir danken heute, also wir haben eine Woche voller vieler E-Mails, Anrufe, viele, viele solche Post. Kommentare, Post haben wir hinter uns. Bestellungen. Wir danken wirklich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle für die Leute, die uns auch so wohlwollend schreiben. Wir haben sehr viel wohlwollende Worte, die uns echt ermutigen, die uns gut tun. Und wir danken euch sehr, sehr herzlich. Es waren richtige Liebesbriefe dabei. Aber wir wissen, dass das einfach ein Gnadengeschenk ist, was Gott uns gibt. Und wir sind uns dessen sehr bewusst, dass das nicht aus uns ist, sondern dass der Herr durch seinen Geist in dein Leben hineinspricht und
hineinwirkt. Amen. Und wir haben in dieser Woche insbesondere ja auch Meldungen bekommen bezüglich der Konferenz. Der Konferenz. Und da müssen wir jetzt was zu sagen. Ja, die Konferenz Neuland. Ja. Wir haben normalerweise, also das ist eine Halle, rein theoretisch passen da über 2.500 Leute rein. Ja, das stimmt. Eine große Arena. Und wir hatten ja auch schon ganz viele Konferenzen mit mehreren hundert Leuten und Teilnehmern. Und nach unserem Dafürhalten könnte man, ohne mit der Wimper zu zucken, da 800 Leute oder so wirklich gut unterbringen. Wenn man diese 5-Quadratmeter-Regel hat, könnte man immer noch weit über 400 Leute unterbringen. Ja. Aber das Land Deutschland sagt momentan nicht über 250 Leute. So. Ja. Wir haben das freigeschaltet letzte Woche. Innerhalb von wenigen Tagen war es ausgebucht. Ja, eigentlich schon. Ja. Also an einem Tag boomte das und dann war schon alles voll. Ja, auf jeden Fall ist es voll. Es tut uns erstmal leid, aber wir haben eine Warteliste und die füllt sich auch schon ziemlich schnell. Und der Punkt ist einfach der, wir beten dafür. Ja, Amen. Wir beten dafür, dass diese blöde 250-Personen-Regel, die absurd und einfach boshaft ist. Ja, denn was würde es ausmachen, der Coronavirus wird nicht bei 400 Leuten mehr sein als bei 200 oder wie auch immer. Das ist willkürlich. Und wir wollen da nicht einfach so das hinnehmen, sondern wir wollen beten. Die Dinge werden im Geist entschieden, im Gebet entschieden. Und wir sind da dran. Und es haben einige von euch hatten uns auch geschrieben, dass sie im Gebet mit uns stehen, auch für die Konferenz zu beten. Lass uns dafür beten, dass viele Leute zu dieser entscheidenden, strategischen Konferenz kommen. Also es ist wirklich strategisch, auch von der Zeichenhandlung, die wir machen wollen. Wir sind gespannt, wie das ist. Ja. Unser Gebet ist, dass bis zu dem Termin, ich meine, es ist ja ganz am Anfang Oktober, bis zu dem Termin Veranstaltungen bis 1.000 Leute möglich sind. Und wenn du dich da mit uns einklingst, das wäre am besten, dass wir eine Richtung beten. Und dass alle, die auf der Warteliste sind, dann eben doch dazukommen können und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Ja, Amen. Momentan ist es so, einfach wegen diesen Restriktionen, wer kein Ticket hat, kann leider nicht dabei sein. Also das müssen wir einfach sagen. Es ist überhaupt nicht in unserem Sinn, aber es ist einfach so. Und genau, also halte dich einfach auf dem Laufenden. Bete mit uns, dass diese blöde Begrenzung weggenommen wird. Ja. Und dann werden wir mal sehen. Und auch mit, was weiß ich, muss ich da jetzt einen Mundschutz haben in der Halle oder können wir singen oder nicht? All diese Einschränkungen. Einfach, dass das weggenommen wird für dieses Zeitfenster. Und darüber hinaus. Das Wochenende ist. Das kann auch mehr sein. Ja, natürlich. Ja. Aber es gibt verschiedene christliche Konferenzen und die alle sollen eigentlich Die sollen alle gut zum Segen sein. Werden. Es ist ja auch so, dass wirklich Christen jetzt lange Zeit sich immer arrangieren mussten, immer verzichten mussten auf gottesdienstliche Abläufe, wie wir das kannten. Und eigentlich wollen wir neu da Position einnehmen. Wir wollen neu uns hinstellen und sagen, Herr, tu ein Wunder an uns und für unser Land. Ja. Es geht ja nicht nur um unsere Konferenz. Es geht einfach um diese Öffnung, dass Menschen zum Glauben kommen. Menschen, die sich jetzt bekehrt haben, sollen reingeführt werden in das Leben mit dem Herrn. Wenn wir schon bei Gebet sind, du kannst auch beten morgen für den Tag in Berlin, wo es diese Großdemonstration gibt. Bete Von dafür, Christen? Dass das nein, auch Christen, nicht nur. Bete dafür, dass das friedlich läuft, dass da keine Chaoten oder irgendwelche Leute, die da übles planen, dazukommen oder dass da es zu keinen Ausschreitungen kommt und so weiter, sondern dass das eine richtig gute, friedliche Veranstaltung ist, auch dass die Leute gut hinkommen können, ohne dass da irgendwelche großen Baustellen oder was sind oder Umleitungen. Oder Straßen gesperrt werden. Ja, oder da hat man schon einiges gehört, dass da wohl die Zufahrten ein bisschen blockiert werden sollen. Einfach, dass da der Segen des Herrn drauf ist und dass da das wirklich gut und glimpflich über die Bühne geht. Mehrere Leute haben uns angeschrieben, die haben gedacht, die werden dabei sein als Christen, um auch da einen Stand einzunehmen. Also wir werden auf jeden Fall beten, dass es im Frieden Gottes abläuft und dass es ein Zeichen ist aus unserem Volk für unser Volk. Und das ist uns auch schon ganz wichtig, dafür zu beten. Ja. Und dann haben wir natürlich jetzt hier diese Broschüre. Viele haben sie schon per Post bekommen, 1 Exemplar. Und wie gesagt, die ist jetzt da. Ja. Wir haben viele tausend drucken lassen. Und du kannst sie bei uns bestellen über die Webseite Prophetischer Wegweiser für Christen. Wenn du ihn nicht bekommen hast,
schreib uns einfach an, wir schicken es dir gerne zu. Gibt es noch nicht und auch bitte weiteres nicht online und als PDF, sondern wir wollen wirklich es erstmal hier in gedruckter Version und das Volk bringen. Das ist uns sehr wichtig. Auch als Gebetsleitfaden, auch dass man da immer wieder mal reinschaut, dass man die Absichten Gottes versteht. Und jemand hatte uns geschrieben, dass sie es gelesen hat und sie hat gesagt, es ist einfach so, dass die gleiche Speerspitze einfach beschrieben wird aus verschiedenen Positionen. Aber eigentlich ist es die gleiche Betonung. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir erfassen, was jetzt von Gott dran ist. Und zwar von ganz verschiedenen prophetischen Leuten, die Dinge sehen, die auf uns zukommen. Und wir sind in speziellen Zeiten. Das wissen mittlerweile alle. Und es ist sehr herausfordernd, dass wir auch im Glauben, im Gebet, diese Dinge vor dem Herrn bewegen. Da können wir gerade jetzt was beten. Hier ist ein Text, und der heißt, jetzt ist ein neuer Tag, eine neue Zeit, von Mike Bates. Ja? Hier, ja, über eine Seite ist hier drin enthalten. Ne? Heute, vor wenigen Minuten, keine Stunde her, oder etwa eine Stunde her, haben wir eine WhatsApp bekommen. Darf ich euch bitten und weiter hier für einen Arbeitskollegen zu beten, Mike Bates. Mike kommt aus Amerika und hat einen prophetischen Dienst hier in Deutschland angefangen. Er liegt seit gestern im Krankenhaus auf Intensivstation, weil er bereits vor ein paar Tagen einen sehr schweren Herzinfarkt hatte, der erst als er eingeklemmter Nerv diagnostiziert wurde. Gestern hat man ihm bereits Stents gesetzt und gerade kam die Nachricht von den Ärzten, dass es ziemlich dramatisch um ihn aussieht und er um Leben und Tod kämpft, weil einfach zu viel Zeit vergangen ist zwischen dem Infarkt und bis es dann behandelt worden ist. Ja, genau. Es ist ein Gebetsaufruf, dass man für ihn betet und auch für seine Frau Wenke. Ja, das Blöde ist natürlich, dass die dann auch in dem Krankenhaus jetzt nicht wirklich da so einfach dahin kann und so weiter. Ist echt schwierig. Ja. Und der Gebetsaufruf ist einfach, dass er ein neues, funktionstüchtiges Herz bekommt. Der Herr schickt jemanden nach Deutschland, der uns im Prophetischen dienen soll. Ja, und wir nehmen das und sagen, das ist ein Wort für Deutschland. Und dem feindfältiges Besseres an, als den zu attackieren. Hey Leute, das ist wirklich was, wofür wir beten sollen. Wir müssen einstehen füreinander. Das ist eine Attacke auf den Leib Christi und das ist nicht in Ordnung. Herr, wir proklamieren jetzt das Wort deiner Gnade. Wir proklamieren, dass jetzt Engel um dieses Krankenbett stehen und dass deine Hand auf diesen Krankenbett legt, dass seine Organe wiederhergestellt werden. Übernatürlich, dass ein übernatürliches Werk deiner Gnade an diesen Menschen passiert. Dass er im Geist schon mit dir connected ist und dass wirklich die ärztlichen Instrumente, diese ärztliche Kunst, dieses ärztlich Mögliche wirklich greift und dass es mit deinem Heilungssegen beeinflusst wird. Und Herr, wir glauben, dass du Wunder tust heute noch. Wir glauben, dass dein Wort Wahrheit ist. Wir glauben an Heilung und Wiederherstellung. Und wir möchten dich bitten, an diesen Menschen, insbesondere ein tiefes Werk deiner Gnade tun. Herr, wir beten dafür, dass du dein Herz jetzt berührst, dass Engel vom Himmel freigesetzt sind, die einfach von diesem himmlischen Warenhaus, von diesem Lagerhaus kommen und ihm einfach jetzt ein neues Herz geben. Dass das einfach, was da immer jetzt geschädigt ist durch diesen Infarkt, dass das weggenommen ist. Wir sprechen aus über Mike, du wirst leben und nicht sterben, die Werke des Herrn verkündigen. Der Herr will dich als ein Mundstück gebrauchen, um noch vieles Gutes hier in Deutschland zu sagen, als Stimme Gottes. Und wir proklamieren, dass du nicht hier vom Feind einfach so erledigt wirst, sondern dass es abgewiesen ist. Back to sender. Alles, was da an Okkulten oder sonstigen Machenschaften ist, ist zurückgewiesen. Wir sagen, wenn wir widerstehen dem Feind, dann flieht er vor uns. Und das tun wir an dieser Stelle. Und wir danken für jeden Einzelnen, der mitbetet und sagen, gemeinsam stehen wir als Volk Gottes und sagen, Finger weg von diesem Mann Gottes, von diesem Teil des Leibes Christi. Wir brauchen den und wir beanspruchen den für uns. Und wir erklären im Namen Jesus Christus Heilung für sein Herz. Trost für seine Frau, Segen für ihn überhaupt. Und auch das mit den Ärzten und alles, was da ist, diese Krankenhaus, ganze Geschichte. Einfach deinen umfassenden Segen, den umfassenden Segen des Herrn in diese ganze Situation hinein. Und einen echten, tiefen, wirklich umfassenden
den Verstand übersteigenden Shalom Gottes. Amen. 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 Yes. Auch für Leute, die jetzt hier zuschauen, die mit Herzproblemen zu tun haben, das Gleiche beten wir für dich. Ja. Dass der Herr dein Herz berührt. Auch einfach dein natürliches Herz berührt. Und dass die Funktion deines Herzens wiederhergestellt wird. Dass der Herr seine Hand jetzt gerade auf dein Herz legt. Amen. Und dass dein Herz anfängt, in dem richtigen Takt zu schlagen. Dass dein Herz anfängt, dass die Klappen richtig arbeiten. Dass dieser Herzvorhof richtig in der richtigen Position ist und geöffnet ist. Und genau so in dem Ablauf, wie das gedacht ist. Dass das Herz im richtigen Takt schlägt. Und Herr, wir proklamieren, dass deine Heilung jetzt auf jeden kommt, der mit irgendwelchen Herzbeschwerden zu tun hat. Wir proklamieren deinen Sieg, Jesus. Auch bei allen Problemen mit Herzkranzgefäßen. Yes. Bei oder niedrigem Blutdruck oder hohem Blutdruck. Wir sprechen jetzt Heilung hinein. Yes. Und wenn dich das betrifft, dann nimm es im Glauben. Sag, I receive und erfasse es für dich. Ja. Yes. Amen. Amen. Yes. Ja. Du hast noch was? Ich habe noch was. Ich wollte noch mal auf das die beiden Schofa-Einsätze hinweisen, die wir jetzt haben in Süddeutschland, in Franken. Ja. Ein ganz interessanter Platz, wo wir sind. Es sind bereits über 100 Bläser dort oder Leute, die sich interessieren, vielleicht 80 Bläser und 20 Willige, die sich Beter, also, die auch schauen wollen. Nee, die auch schauen wollen, ob sie sich einen Schofa kaufen. Ja, das stimmt. Du kannst einen Schofa kaufen, wenn du das möchtest, dich das interessiert. Genau. Ab 10 Uhr ist Verkauf bis 12 und dann ab 1 geht's los mit Info und ja, dann werden wir blasen. Es wird vielleicht bis 16 Uhr oder so dauern. Mhm. Kurzer, knackiger Einsatz. Hoffentlich schön sonnig. Bring dir Sonnenschutz mit. Oder eine Windjacke. Man weiß das immer nicht. Ja, ihr müsst schon das will ich jetzt nicht hoffen. Gucken. Also, ja, nächsten, gut. Also Samstag in einer Woche, 8.8. Hesselberg in Franken und am 20.8. dann in der Nordalb. Das ist an einem Donnerstag. Herzliche Einladung. Die Infos findest du auf der Webseite. Du müsstest dich, wie gesagt, ich habe es ja schon etliche Male gesagt, musst dich anmelden, einfach damit wir in etwa Bescheid wissen. Und es wird richtig cool. Also das ist ein Zusammenkommen, viel Spaß haben, dem Feind eine reinwürgen und dann kann man wieder nach Hause gehen. Yes. So, ich habe noch ein Buch anzusagen. Manchmal sagen Leute, ihr preist immer da so viel Bücher an oder so. Also, jetzt haben wir uns mal drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, wir glauben an gute Bücherlehre im christlichen Bereich und wir glauben, dass unser Leben, unser Glaubensleben bereichert wird durch gute Kost. Also ich bin kein Fan von Romanen, auch wenn da ein bisschen, und dann haben sie gebetet und du kannst das lesen, ist mir egal, aber eigentlich die Zeit, in der wir leben, es ist Schluss mit lustig. Also es ist jetzt die Zeit, wo wir vorbereitet sein müssen, wo wir gestärkt sein müssen, wo unser Glaubensfundament überprüft werden muss. Was glaube ich denn wirklich? Was ist denn wirklich meine Identität in Christus? Glaube ich denn wirklich, dass der Heilige Geist in mir lebt? Glaube ich denn wirklich, dass Jesus für Krankheit gestorben und auferstanden ist? Glaube ich wirklich? Und was denke ich über die Zeit, in der wir jetzt sind? So, und vor ein paar Monaten habe ich dieses Buch, Begleiten Sie mich durch die Offenbarung, in die Hände bekommen. Und das hat mein Glaubensleben so bereichert. Und es hat mich ermutigt. Ich mag sowieso das Buch der Offenbarung in der Bibel. Manche Leute haben damit Stress. Sie sagen, da sind so komische Begriffe drin und so komische Bilder und das weiß ich auch nicht, was das alles bedeutet und das ist eher angstmachend oder so. Und als ich dieses Buch hier in die Hände bekommen habe, habe ich das gelesen und ich war so begeistert und ich hatte das, habe es jetzt immer noch auf meinem Nachtschränkchen liegen und ab und zu muss ich da wieder reingucken. So einfach, weil es jetzt für die eine Zeit wie diese geschrieben wurde. Also wir haben dieses Buch schon mehrere hundert Mal jetzt verschickt. Ja, das stimmt. Und das Coole bei der Sache ist, aufgrund eines besonderen Deals mit dem Verlag gibt es für 9 Euro.
Ja. Das ist eine richtiges, eine Sparte. 270 Seiten etwa für 9 Euro. Das gibt es sonst gar nicht. Und es ist super Lehre, super Buch. Also jetzt das Wort zur Stunde. Und viele von euch haben schon gekauft, aber vielleicht gibt es jemanden, der sagt, wäre noch was. Brauche ich noch. Und vor allen Dingen auch, hier ehrlich, das ist ein Geschenk, was sich lohnt weiterzugeben. Ja, etliche so Leute haben gesagt, für ich kaufe mal 5 Stück oder was, und wie gesagt, weil es auch günstig ist, verschenk's. Das ist wirklich ein Geschenk, was Sinn macht. Und da habe ich auch noch eins. Das hier hatte ich angekündigt vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen. Vor 3 Wochen, und da war es vergriffen, war nicht mehr zu haben. Ja, und wir hatten, diejenigen, die wir hatten, waren sofort weg. Also das gibt's jetzt wieder. Dieses coole neues Leben, neue Identität. Wer bin ich in Christus? Was heißt es überhaupt, Christ zu sein? Und so weiter. Grandios von Neil Anderson. Und das ist ein Hörbuch. Und dieses Hörbuch hat fast 4 Stunden drauf und kostet 12,95 Euro. Das finde ich grandios vom Preis her. Und das, die Lehre ist absolut wichtig und sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Neues Leben, neue Identität. Das sagt dir, wer du in Christus bist. Also das ist wirklich was, was man sich im Auto oder so anhören kann. Amen. Kann das Leben verändern. Yes. Amen. So ist es. Wir haben es uns auch angehört. Genau. Und gelesen. So, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir haben schon... Also wir hatten gar nicht schon am Anfang gedacht mit dem Beten für den Mike Bates. Ihr merkt, Attacken laufen. Ihr merkt, es ist nicht einfach so easy. Auch das Glaubensleben hat sich etwas verändert. Es ist brisanter geworden. Es ist herausfordernder geworden. Und mir hat sehr auf dem Herzen gelegen, euch heute gerade in diesen Auseinandersetzungen, in diesen Kämpfen, in diesen schier endlos scheinenden Attacken einfach mit euch eine biblische Person oder eine biblische Situation anzuschauen. Und der Titel war ja schon mal was von Abishai gehört. Er war ein echter Held, denn es gab einen zweiten Goliath in Davids Leben. Und die Sache sah wirklich bedrohlich aus. Doch Abishai war zur Stelle. Eine bemerkenswerte Story. So, wir lesen in dem 2. Samuel-Buch, Kapitel 21. Das könnt ihr, wer möchte, jetzt aufschlagen. Kapitel 21. Und wir lesen ab Vers 15. Und das Interessante ist, wenn du diese Verse 15 bis 18 oder 19 liest, da kommt in den wenigen Versen 4-mal eine Bemerkung vor, wo ich dachte, das kenne ich doch. Und diese Bemerkung heißt, und wieder kam es zum Kampf. Und ich bin sicher, dass du das auch kennst und dass du das auch manchmal so erfahren hast und gesagt hast, nein, nicht schon wieder. Und wieder diese Attacke, nicht schon wieder durch irgendeine Schwierigkeit oder jetzt schon wieder, das ist ja echt ein bisschen krass. Und hier in diesem Kapitel von dem 2. Samuel 21, da lesen wir einiges vom Leben Davids. So, David, dieser große König, dieser Kämpfer, dieser Liebling in den Gesängen Israels, dieser Mensch, an den wir so gerne denken. Wir kennen ja viele Psalmverse und es ist uns vielfach zum Segen geworden, was David da gedichtet, gebetet, gesungen hat. Jedenfalls benutze ich oft die Psalmen auch in den Situationen, wo ich tatsächlich attackiert bin. Ich lese dann die Psalmen und manchmal geht es mir so, wenn ich sehr stark herausgefordert bin mit einer Situation und auch nicht so ganz richtig weiß, wie geht denn das jetzt hier weiter und wie komme ich denn hier jetzt durch? Und ich merke, dass so in meiner Seele es auch so eine so einen Kampf gibt, so ein herausgefordert sein. Dann lese ich in den Psalmen und manchmal ist es so, dass nicht gleich der erste Psalm alles wegwischt, was ich so an Bedrängnis empfinde. Oft ist es ja auch wirklich mit unseren Gefühlen verbunden. Bedrängnisse und Attacken und diese ganzen Kampfsituationen, die wir erleben in unserem Leben,
die haben etwas mit Geist, Seele und Leib zu tun. Die Bibel kennt nur dieses ganze Package. Die kennt Geist, Seele und Leib als ein Einheitsding. Wir haben es getrennt. Wir sagen, ja, mir geht es so schlecht im Körper und dann kümmern wir uns mit irgendwelchen Mittelchen oder so um unseren Körper. Oder man sagt, oh, meine Psyche ist total am Boden, dann gucken wir nur nach der Psyche. Aber ihr werdet das sicher auch gemerkt haben, wenn es dem Körper schlecht geht, dann geht unsere Psyche auch echt die Treppe runter. Wenn es unserer Psyche oder unserem Geist schlecht geht, wenn wir nicht aufgebaut sind, wenn wir entmutigt sind, wenn uns wirklich Mangel an Kraft und Ermutigung ist, dann geht es auch irgendwann unserem Körper schlecht. Dann fühlen wir uns schlapp, dann sind wir müde, dann sind wir antriebslos. Daher siehst du, dass alles zusammengehört. Es wirkt alles zusammen. Wir können das nicht trennen. Und so sind mir die Psalmverse oft eine Hilfe, dass ich anfange, meine Psyche und meinen Geist aufzubauen mit dem Wort Gottes. Manchmal bin ich in Gedanken so zu mit dem Problem beschäftigt, nur mit irgendwie, wie kommen wir da raus, was soll ich jetzt machen, was muss ich unternehmen, dass ich wirklich mich bemühen muss, dass es mühsam ist für mich, dass ich meinen Geist wirklich zur Ordnung rufe und sage, ich will jetzt hören, was der Herr mir durch sein Wort sagt. Und dann fange ich bei irgendeinem Psalm an. Ich schlage die Psalmen auf und ich fange einfach an. Und manchmal habe ich es schon erlebt oder oft erlebt, dass das Lesen von diesen Psalmworten für meinen Geist und meine Psyche wie Tropfen der Heilung ist. Ich fange an und der erste Psalm, den ich lese oder der zweite, den lese ich einfach so vom Verstand. Und dann merke ich, wie zu ich noch bin und noch gar nicht so richtig bereit bin, dieses Wort wirklich aufzunehmen. Aber dann höre ich nicht auf und klappe nicht die Bibel zu und sage nicht, naja, war heute nichts für mich dabei, sondern ich sage, okay, nächster. Und dann merke ich über die Zeit, wie mein Geist aufsteht, wie mein ganzer innerer Mensch aufgebaut wird durch das Wort Gottes. So, und das ist etwas, was wir ja so sehr an David schätzen. Der Mann auf der Weide, der Mann, der mit Löwe und Bär gekämpft hat und der gelernt hat zu kämpfen und der siegreiche Typ. So, und hier heißt es in dieser Betrachtung, und wieder kam es zu einem Kampf. Kaum war die Situation beruhigt, da traten die Philister schon wieder an. Kaum ist deine Situation beruhigt, schon steht die nächste vor der Haustür. Wir kennen das wirklich alle. Und manchmal bin ich versucht zu sagen, Mensch, kann das denn nicht mal irgendwie aufhören? Kann es denn nicht einfach mal zu Ende sein, dass ich immer und immer und immer antreten muss? Und dann habe ich manchmal so die Idee, okay, also bei dieser Situation werde ich das genauso machen wie beim letzten Mal und mittendrin merke ich, hey, die Situation ist ganz anders und ich muss mich wieder ganz neu auf Gott ausrichten und sagen, Herr, hilf mir, dass ich verstehe, was ich jetzt in dieser Situation tun muss. Dass ich jetzt mit den Menschen, die mit in dieser Situation beteiligt sind, dass ich verstehe, was ich jetzt tun soll. Und das ist etwas, was mein ständiges Fragen und mein ständiges Gespräch mit Gott aufrechterhält. Es fordert immer meinen ganzen Mut heraus. Es fordert immer meinen Glauben heraus an Gott, der an meiner Seite ist, an den Heiligen Geist, der in mir lebt, an Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist, der mein Leben trägt und auf den mein ganzes Leben ausgerichtet ist. Und ich glaube an den einen, der in meinem Leben wirksam ist. In dem Vers 15 von diesem Kapitel 21 von 2. Samuel, da lesen wir etwas, was eben diesen Zustand der Attacke beschreibt. Da heißt es nämlich, und David war ermüdet.
David war ermüdet. Ich kann das so gut nachvollziehen. Dieses, ich hab's echt dicke, ich hab's satt, ich bin so ermüdet. Und diese ständigen Auseinandersetzungen, dieses ständige Herausgefordertsein und dieses ständige Wachsamsein. Aber es war auch immer bei David so, dass er, vielleicht auch nicht immer, bei der Geschichte mit Bathsheba hatte David nicht gekämpft, sondern er hatte sich zurückgezogen. Und als er sich zurückgezogen hatte, da heißt es in der Bibel, und er sah diese Frau. Und dann kam es ja zu diesem Ehebruch, dann kam es zu diesem Tod von dem Usia, der von David im Grunde genommen zur Seite geräumt wurde. Das war da, als David aufgehört hatte zu kämpfen. Und das ist eine wichtige Geschichte, die wir in Erinnerung behalten müssen. Wir können es uns überhaupt nicht erlauben, aufzuhören zu kämpfen. Weißt du, die Berichte im Alten Testament, das sind immer Berichte über Kampfsituationen, über tatsächlich reale Leute, also reale Kämpfer, die sich mit schwer bewaffnet gegenüberstanden. Und es war wirklich manchmal auf Messerschneide, haarscharf, dass der Sieg hervorkam. Oft war es in den Berichten so, dass Gott Gnade gegeben hat, dass es zum Sieg für das Volk kam. Oft war es so, dass David herausgefordert war und er hat gefragt, Herr, wie soll ich die Attacke machen? Wie soll ich den strategischen Plan machen? Und Gott hat ihm Weisheit und Verständnis gegeben, hat zu ihm gesprochen. Und genau das ist es für uns heute im Geistlichen auch. Das, was physisch damals war, in dieser direkten Mann-gegen-Mann-Auseinandersetzung, das erleben wir heute im geistlichen Bereich. Der geistliche Kampf ist uns, so sagt das Neue Testament, verordnet. Es geht um einen Glaubenskampf. Paulus schreibt davon, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Da habe ich mich oft gefragt, was war in so einem Kampf denn gut? So, aber wir werden nicht aufhören zu kämpfen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir aufstehen und diesen Kampf, diese Herausforderung annehmen und aufstehen und da reingehen. Wir sind ja in unserem Leben vom Feind nicht verschont. Er attackiert uns, unser Leben, unsere Kinder, unsere Familien, unsere Jobs. Jetzt in dieser Zeit, in die wir eingetreten sind, mit den ganzen Corona-Maßnahmen, mit diesen ganzen Einschränkungen, mit dieser Angst, mit der wir plötzlich zu tun haben. Das ist ein reales Auseinandersetzen mit feindlichen, dämonischen Machtstrukturen. Wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, dann musst du Gott danken jeden Tag, dass du verschont geblieben bist und dich nicht auf solche Kampffelder begeben musstest. Und Tatsache ist es aber, wenn wir sagen, naja, also jetzt reicht's doch auch mal irgendwann jetzt und ich schaffe das nicht mehr und ich habe aufgegeben, ich gehe auch nicht mehr in meine Gemeinde und ich gehe auch nicht mehr in meinen Hauskreis, hat ja alles keinen Sinn. Jetzt hat jemand angerufen und gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Christ bin, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch in den Himmel komme. Ihr lieben Leute, wir müssen anfangen, uns wirklich zu stabilisieren im Glauben, im Hinschauen auf den, der unser Glaubensleben begonnen hat, der es fortsetzt, der in dem Kampf an unserer Seite ist, der uns Strategie gibt, der uns Hilfe gibt, der versprochen hat, uns niemals zu verlassen, niemals zu versäumen. Und mitten in diesen Kämpfen wird er uns nicht aufgeben. Er wird dich nicht aufgeben. Und das, was er möchte, ist, dass wir auf ihn schauen, von ihm Kraft ziehen, von ihm Zuversicht empfangen, von ihm Ermutigung empfangen und weitergehen. Und dass wir sagen, Herr, ich glaube, dass du in dieser Situation mehr für mich hast. Ich glaube das wirklich. Und der Herr wird es tun. Manche von uns oder von den Zuhörern haben Not damit, dass sie in Süchten und Abhängigkeiten sind,
das Gläschen Wein jeden Abend, die Zigarette, die man schon eigentlich aufgegeben hatte, auf einmal ist sie wieder doch so schmackhaft da. Und diese Momente der Schwachheit, das sind die Momente, wo der Feind angetrabt kommt. Da ist genau diese Schwäche, die wir dann empfinden, oder dieses, ach, ist doch eh egal und das schaffe ich ja eh nicht. So diese Gedanken, die dann kommen, glaub nicht, dass nur du die Gedanken denkst, sondern das ist schon die Attacke des Kampfes, die der Feind eröffnet hat. Und wenn du liegen bleibst und wenn du sitzen bleibst, wenn du sagst, geht doch eh nicht und beten hat ja auch nicht geholfen, dann wirst du genau das erleben. Der Feind wird nicht aufgeben. Das kann ich dir sagen, das ist ein Zeugnis, was ich in meinem Leben habe. Er wird nicht aufhören, uns zu attackieren. Und eigentlich hat der Herr dir eine Zusage gegeben. Du kannst lesen in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der in dir lebt, Christus, ist größer als der Feind. Seine Macht, seine Stärke, seine Durchhilfe, sie ist größer. Schau, manche Leute denken, na ja, also der Feind und Gott, die sind gleichberechtigt. Und jetzt kämpft der eine gegen den anderen und mal gucken, wer gewinnt. Das ist nicht so. Gott ist immer unendlich und der Feind ist ein geschaffenes Wesen. Und du musst wissen, wer Gott in deinem Leben ist. Du musst dich darum kümmern. Der in dir ist, ist größer. Das ist das biblische Wort. Und ich habe das oft zu meiner Proklamation gemacht, zu meinem Gebet gemacht und gesagt, Jesus, du lebst in mir. Du bist größer als jeder Feind, der gegen mich aufsteht. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Ich danke dir für den wunderbaren Ratgeber, den Heiligen Geist in mir, der mir rät und der mich leitet, und ich werde siegreich sein. Hey, das hat oft meine Situation total verändert, dass ich gesagt habe, ich werde ein Zeugnis haben. Ich werde hier rauskommen aus dieser Situation. Ich werde sehen, wie meine Kinder aufstehen. Ich werde sehen, wie Heilung kommt. Ich werde sehen, wie die Dinge sich ordnen. Auch die Dinge in den Finanzen. Die Dinge, die ich nicht wirklich ganz richtig dolle beeinflussen kann. Ich werde siegreich sein, weil der, der in mir lebt, größer ist. Lesen wir mal weiter in diesem Text von 2. Samuel 21, von David, diesem unerschrockenen Held, dieser Identität, die er in Gott hatte, dieser starke, dieser siegreiche Held, kommt in eine Situation, die ihm fast das Leben kostet. Wir erinnern uns, dass David ja schon mal gegen einen Riesen antreten musste oder wollte. Damals hatte er die Rüstung gegen eine Steinschleuder ausgetauscht. Er konnte nicht in diesen Dingen von Saul laufen und kämpfen, sondern er musste mit dem kämpfen, was Gott ihm beigebracht hatte. Und das ist auch ganz wichtig für uns. Wir müssen wissen, wo unsere Stärke ist. Wir müssen wissen, was der Heilige Geist uns sagt, wie wir vorangehen sollen. Wir müssen wissen, wie das ist, wenn wir zum Kampf antreten. Und ich glaube, dass David in dieser brenzlichen Situation vielleicht sogar dachte, das kenne ich doch, das war doch der Riese, dem ich schon mal, oder einem der Riesen, denen ich schon mal gegenübergestanden habe. Und hätte Gott nicht eingegriffen. Weißt du, ich habe überlegt, Gott greift einfach in unser Leben, in unsere Situation ja auch ein. Er lässt ja nicht alles so, wir haben manchmal den Eindruck, der Herr lässt es so schleifen, er lässt uns da zappeln und er macht nichts. Aber das stimmt nicht.
du musst diese Gedanken, die schon da in deinem Kopf sind, die musst du wirklich torpedieren. Du musst sie rausschmeißen. Du musst sagen, Gott, du bist immer da. Du wirst einen Weg machen, wo ich keinen sehe. Und du wirst meine Schritte zu einem Weg machen. Du wirst mir helfen. Ich bin sicher, der, der Himmel und Erde gemacht hat, er wird nicht mein Leben einfach so abschreiben. Wir lesen in 2. Samuel 21, Vers 16. Hier kommt nämlich die entscheidende Wende und hier kommt dieser Abishai ins Spiel. Da heißt es, und Jeschbi in Nob, der zu den Söhnen des Rapha gehörte, also das war auch einer von diesen Riesen, genau wie aus diesem Goliath-Ding. Das Gewicht seiner Lanzenspitze war 300 Schekel Bronze und er war mit einem neuen Schwert gegürtet. Und der sagte, er wolle David erschlagen. Hey, das war genau das gleiche Ding, wie Goliath das auch gemacht hatte. Manchmal gibt es wirklich zwei Riesen in unserem Leben oder drei oder vier oder fünf. Tatsächlich. Und sie treten immer wieder mit dieser gleichen Masche auf oder mit einer anderen oder sie wenden sich oder sie sind erstmal nicht so ganz zu erkennen. Aber hier dieser Riese sagt wieder, er wolle David erschlagen. Eine sehr brenzliche Situation. Und warum tut der Feind das eigentlich? Warum war denn das jetzt eigentlich so bei David passiert? Hätte Gott nicht ihm diesen zweiten Riesen ersparen können? Hätte er nicht sagen können, David, du hast ja einmal gegen Goliath gekämpft, warst siegreich. Die Goliaths aus deinem Leben, die lassen wir jetzt mal einfach weg. Aber das war nicht so. Sondern der Feind benutzt immer Situationen, um das Reich Gottes zu schwächen, um deinen Glauben zu unterlaufen. Und er benutzt oder er attackiert das, was Verheißung trägt. Wusstest du, dass du Verheißungsträger bist? Im Neuen Testament lesen wir, ihr seid Kinder der Verheißung. Du bist ein Kind der Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes ruht auf deinem Leben. Und das ist das, was der Feind in deinem Leben sieht. Das ist das, was er attackiert, was er wegnehmen will, was er rauben will, wo er deine Kinder beraubt, wo er deine Familie beraubt, wo er Verwandtschaft beraubt, wo Rechtssachen gegen dich aufstehen. Das sind genau diese Riesen, die in deinem Leben sind. Und gedacht sind sie dazu vom Feind, deine Berufung wegzunehmen, die Verheißung wegzunehmen, deinen Glauben an Gott, dass er mächtig ist und für dich da ist, wegzunehmen. Er möchte schon immer, dass wir auf diesem Stand bleiben, wie das damals im Garten Eden war, wo der Feind zu Eva gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben. So, und unserem Kopf ist das so nahe. Soll Gott wirklich helfen? Ich habe noch nichts davon gemerkt und jetzt habe ich schon zweimal gebetet und immer noch ist die Situation so. Leg das ab. Das musst du aus deinem Sprachschatz entfernen. Es ist ganz wichtig, was wir sagen. Wenn wir uns die Verheißung selber wegschwätzen, wird sie nicht in unserem Leben zum Aufblühen kommen. Und jetzt lesen wir in Vers 17, nämlich den Abishai-Faktor, dass Gott eine Hilfe geschickt hat. Gott arbeitet hinter den Kulissen und Gott hat hier in dieser Situation diesen Abishai, den Sohn der Zeruja, wird er beschrieben, der kam David zur Hilfe und er erschlägt den Philister und tötet ihn. Das war wirklich in letzter Minute wahrscheinlich. Denn das Ding war, dass die Leute um David herum dann gesagt haben, hey, du solltest eigentlich nicht mehr mit uns in den Kampf ziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. Denn die Verheißung für David war, dein Thron ist für immer. Auf deinem Thron wird immer einer sein von der Verheißung, ein Verheißungsträger. Und aus dem Stamm, aus diesem Stammbaum von David sollte der Messias kommen. Und das war auch das, wo ich vorhin gesagt habe, die Berufung, die Verheißung sollte unmöglich gemacht werden. Das ist immer das gleiche Spiel.
hat ein bisschen andere Facetten, ein bisschen andere Farben, hört sich manchmal ein bisschen anders an, aber es ist immer das Gleiche. Deine Verheißung, deine Berufung, sie sollen weggenommen werden. Und das ist es, was wir schützen müssen. Wir müssen wachsam sein. Fang nicht an zu sagen, na ja, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, dass ich aufstehe? Wir haben wirklich eine Wahl zu treffen, dass wir aufstehen müssen. Jemand hat zu mir gesagt, oder wir haben das schon öfter gehört, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Oder wer nicht gegen den Feind kämpft, der wird irgendwann mit ihm laufen. Oder keine Kooperation mit dem Feind. Kein Agreement. Wenn du mich gehen lässt, lasse ich dich auch gehen. Wenn du mich nicht attackierst, attackiere ich dich auch nicht. Also wenn du so denkst, ich glaube, dann wirst du irgendwann merken, dass das nicht Wahrheit ist, sondern der Feind wird immer die Verheißung, die Berufung, die Pläne Gottes, das, was Gott in deinem Leben machen möchte, das, was Gott für dein Leben dachte, er wird es immer attackieren. Und du musst wachsam sein. Du darfst das nicht einfach aufstecken und sagen, hat ja keinen Zweck, sondern aufstehen. Wenn die Herausforderung kommt, nimmst du Position ein, du proklamierst das Wort Gottes, du bist aufgebaut, du bist mit Kraft ausgestattet, du bist unter den Augen Gottes, seine Augen schauen auf dich, er lässt dich nicht alleine, er wird dich nicht verlassen, noch versäumen, noch vergessen, noch verpassen, nichts von dem allen wird passieren, sondern Gott ist an deiner Seite, er wird dich erheben. Er wird das in deinem Leben hervorbringen, was er möchte, wenn du mit ihm läufst. Laufe mit Gott, laufe mit ihm, laufe, dass du zum Sieg kommst. Und in der Offenbarung lesen wir ja auch, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und das ist es, was ich für uns alle heute Abend wirklich so auf dem Herzen habe, wo ich sage, hey, das ist das, wo wir wieder neu Mut fassen wollen. Und Herr, ich bete jetzt hier für jeden Zuhörer, dass du uns Mut schenkst, dass wir neu in Kraft aufstehen, die du uns gibst. Wir wollen neu das Wort der Verheißung aus unserem Mund kommen lassen. Wir wollen neu die Entscheidungen treffen, anzutreten gegen den Feind. Wir wollen ihm nicht unseren Glaubenslauf überlassen. Wir wollen ihm nicht das Werk überlassen, sondern wir wollen bis zum Ende unseres Lebens uns andocken an die Hilfe, an die Kraft, an die Zuversicht, die Gott hat. Wir wollen in den Plänen Gottes laufen und wir wollen unseren Glaubenslauf laufen zum Ziel hin, zu der Verheißung, die uns gehört, zu der Berufung, die Gott für unser Leben hat. Wir glauben und wir vertrauen auf dich, Herr Jesus. Amen. Amen. Ich hoffe und glaube und bete, dass ihr das wirklich nehmen könnt. Lest dieses Wort im Alten Testament. Das ist das, was im Alten Testament für uns vorgeschattet ist. Das ist etwas, was wir im geistlichen Bereich alle erleben und wo wir aufstehen müssen und wo wir kämpfen müssen und wo wir wirklich siegreich sein müssen. In Jesus' Name. Amen. Amen. Du hast mehrere Punkte gehabt, die ich eigentlich sagen wollte. Ach. Ja. Ja, das finde ich am allerbesten. Das ist immer das, wenn man sich nicht richtig verabredet. Ja. Oder wenn es einfach vom Thema her genau ja, im gleichen Spirit ist. Ja. Denn es ist ein Held, eine Heldentat, ja. Die ist jetzt, ja, die ist etwas jünger als die, von der ich berichte. Aber ganz schön alte Leute. Ist auch über 3000 Jahre alt. Yes. Und es ist cool, wenn man sich mit diesen Helden der Bibel beschäftigt. Ja. Weißt du, in der kann Bibel... so viel lernen. Ja, das steht ja nicht umsonst ja. drin. Guck mal, von einer unüberschaubaren Fülle von Berichten hat Gott eine gewisse ja. Anzahl rausgesucht, die ja. er uns weitergibt, weil ja. da etwas Besonderes drin ist. Ja. Eine besondere Message, etwas Prophetisches, mhm. was für uns wichtig ist. Und zwar für die Menschen aller Zeiten, eben auch für uns heute. Yes. Und das ist eine Story hier mit dem Abishai, die ist
Und David, das ist absolut wichtig, ja, dass man sowas mal hört und mal versteht. Ja. Das ist so richtig was, was du einfach überliest. Ja. Aber da steckt so viel drin. Der zweite Riese. Ja, und wir, wie soll ich mal sagen, wir lieben die Bibel, wir lieben auch das Alte Testament und wir lieben es, uns da reinzugraben und zu gucken, was sind da die Nuggets, was steckt da drin. Und das ist extrem cool. Ja, aber einfach deshalb, weil die Berichte sind so detailliert oft geschrieben, so dass ich, wenn ich die lese, erkenne ich oft die Situation wieder, in der ich mich gerade befinde. Und dann sage ich, ja, wie kann das denn sein? Und dann ermutigt mich das, wenn ich lese, wie Gott geholfen hat. Ja. Wie Gott wirklich Sieg geschenkt hat. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Du kannst auch ein paar Sachen sagen, die ich auch gesagt habe. Es macht nichts. Macht nichts, okay. Ja. Okay. Seid ihr gespannt? Okay, gut. Genau, meine Botschaft habe ich überschrieben mit genug ist genug. Enough is enough. Weißt du was? Das ist ein sehr, sehr guter Satz. Einfach zu sagen, genug ist genug. Es reicht. Es reicht. Ich laufe nicht mehr mit. Ich spiele nicht mehr mit. Ich nehme Position ein gegen das, was hier gerade stattfindet. Beispielsweise Krankheitsattacken in deinem Leben. Dass du sagst, ich akzeptiere es nicht länger. Ich nehme einen Stand ein. Ich sage, genug ist genug. Oder wenn deine Kinder in der Welt verloren zu gehen scheinen. Oder wenn es mit der Ehe schwierig wird. Oder wenn es mit den Finanzen schwierig wird. Oder. Dass du deinen Stand einnimmst und sagst, genug ist genug. Oder wenn irgendwelche Menschen dir versuchen, dein Leben zu manipulieren, zu gestalten und sagen, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Wenn sie versuchen, dich zu steuern, auch dann kannst du sagen, Moment mal, ich nehme Position ein und ich sage, genug ist genug. Und da habe ich heute die mega coole Superstory, die liebe ich. Eigentlich ist es sogar so, dass es die Story von meiner Frau war, über die predigt die immer, aber ich habe sie ihr diesmal gemopst. Und zwar ist das die Story von Jonathan und seinem Waffenträger. Weißt du, das ist so eine Geschichte, die gibt es ein bisschen in der Kinderbibel und ansonsten wissen wenig Leute, was da eigentlich passiert ist. Aber ich glaube, nach diesem Abend wirst du diese Story wirklich nie wieder vergessen. Es ist nach meiner Meinung eine Endzeit-Story, die zu uns spricht, die uns sehr viel zu sagen hat. Und wir lesen darüber, oder in der Geschichte lesen wir über den Feind. Wir lesen über Leute, die aufstehen, die vorangehen im Geist. Und wir lesen über Leute, die sitzen bleiben im Fleisch. Okay. Jonathan und sein Waffenträger. Zwei sehr, sehr coole Personen in der Bibel. Jonathan heißt Yahweh hat gegeben, also der Herr hat gegeben. Der Waffenträger bleibt unbenannt. Wir wissen seinen Namen nicht, ne? Er ist ein Helfer, einer, der mitläuft, er ist treu, aber er hat keinen Namen. Und im Alten Testament, wenn du so etwas findest, es kommt mehrfach vor, ist es meistens prophetisch ein Hinweis für den Heiligen Geist, der dir hilft zu kämpfen, der dir Rat gibt, der deiner Seite ist, aber der irgendwie auch im Hintergrund ist. Okay, gut. Diese Geschichte, die ich dir gleich vortragen werde, ist ein Bild auch für gute und schlechte Leiterschaft. Gute und schlechte Leiterschaft. Und zwar sowohl im geistlichen Leiterschaft, wie auch im natürlichen Leiterschaft. Denn wir hören hier von Saul, König Saul. Der ist ein klassisches Bild für schlechten Leiter. Und zwar zum einen für das Volk Gottes, also im Geistlichen. Zum anderen ist er der König, also durchaus auch als politischer Herrscher im weltlichen Sinne. Okay, kommen wir noch dazu. Ich erzähle dir erstmal die ganze Geschichte oder das Setting, damit wir wissen, wo wir uns gerade bewegen. Vorgeschichte. Du weißt, Israel ist aus Ägypten herausgezogen. Dann sind sie 40 Jahre da durch die Wüste gelatscht. Dann gab es unter Josua die Einnahme des verheißenen Landes. Und dann folgte eine Zeit, die war erst ganz gut, aber dann gab es immer wieder Probleme und Hickhack. Und es folgte die Zeit der Richter. Und je nach biblischen Lehrer waren das etwa zwischen 250 und 400 Jahre. Und so etwa um das Jahr 1050 vor Christus, roundabout, da kommt es dazu, dass aus diesem losen Stammesverband dieser 12 Stämme
und den Leviten, dass sich da etwas formt, nämlich ein Königreich. Und die Situation war jetzt nicht einfach so aus dem Blauen heraus, sondern es war so, dass der größte Feind, das waren damals die Philister, das Volk komplett mehrfach besiegt hatte. In Schlachten hatten sie die israelischen Stämme besiegt, hatten sogar die Bundeslade geraubt und in ihre Region gebracht. Das ging da nicht so gut und irgendwann haben sie die dann auf dem Ochsenkarren dann wieder Richtung Israel geschickt, wo sie irgendwo einfach stehen geblieben ist in einem Haus. Aber die Philister hatten die Oberhoheit und weil sie einfach so super stark waren, auch von den Waffen, eine richtige Power, eine Macht der Feind und die israelischen Stämme oben auf den Bergen waren und im Hügelland, da war das Problem, dass die Philister mitten im Kernland, im israelischen Kernland, Festungen gebaut hatten, Bollwerke, sogenannte Wachposten, aber das war nicht ein Wachpöstchen, wie du dir so ein Wachpöstchen vorstellen kannst, sondern das war eine richtige Festung. Das waren also Burgen, die sie gebaut haben, Festungen, die sie gebaut haben, wo sie ihren Herrschaftsanspruch einfach deklariert haben, mitten in Israel, weil Israel war schwach. Die hatten auch beispielsweise keine richtigen Waffen, ja, keine Waffen aus hartem Metall, aus Eisen oder sowas. Die Philister hatten das, aber die Israeliten nicht. Ja, die waren mehr so mit Dreschflegel bewaffnet. Also wirklich nicht coole Situation. Eine sehr, sehr starke Power, bestens organisiert die Philister und die Stämme einfach so schlecht organisiert, relativ, und also im politischen Sinne, und eben schlecht ausgerüstet. Und in der Phase kommt es dazu, dass Saul als König berufen wird und eingesetzt wird. Er ist erstmal so eine Situation, wo nicht ganz klar ist, ob man den jetzt wirklich will. Aber er hat einen Sieg gegen einen Feind, erreicht er. Und dann ist es so, okay, sein Königreich wird befestigt und alle akzeptieren, okay, das ist jetzt der König, den Gott uns gegeben hat. Und genau in dieser Situation, exakt jetzt, setzt diese Geschichte ein. Das ist im Jahr 1050 etwa vor Christus. Saul. Ne? Also das Ende der Richterzeit und der Anfang dieser israelischen Königsgeschichte. Volk Israel entwaffnet, schwach und vom Feind beherrscht. Im eigenen Land. Guck mal, das ist das Land, was Gott ihnen verheißen hat. Das ist das Land, was er schon Abraham verheißen hat. Das ist das Land, was er ihnen gegeben hat. Und sie sind da. Und der Feind beherrscht sie. Das war nicht Gottes Plan. Der Feind beherrscht sie. Aber es sollte sich ändern. So, Saul ist ganz frisch König geworden und dann ruft er seine Kämpfer zusammen. Das ist eine mehr oder weniger sehr bescheidene Truppe. Und wie gesagt, schlecht ausgerüstet, also hat man sich auf Partisanenkrieg konzentriert. Die ganze Story, die ich dir jetzt vortragen werde, spielt sich nur wenige Kilometer nördlich von Jerusalem ab. So etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und die ist auf einem sehr engen Raum. Das ist zwar ein Haufen Namen, die da vorkommen, aber die sind ganz, ganz eng beieinander. Nur Umkreis von wenigen Kilometern. Gut. Die Story geht etwa folgendermaßen dann. Saul trommelt 3000 Leute zusammen und schafft daraus so seine Armee. Dann macht Jonathan einen Angriff auf eine von diesen Festungen der Philister, macht die platt. Daraufhin ist das Volk geschockt, weil man hat sich ja jetzt bei den Philistern unbeliebt gemacht, hat die attackiert, hat eine offene Kriegserklärung sozusagen gemacht. Das Volk kriegt die Krise, versteckt sich, verkrümelt sich, die Kämpfer laufen weg, teilweise laufen sie über zu den Philistern. Und letztlich bleibt Saul dann noch eine Truppe von 600 Männern. Und in dieser Situation kommt jetzt eine gigantische Macht, eine gigantische, riesige Macht von Philistern. Und Saul mit seinen verschreckten 600 Leuten und sie wissen nicht, was er machen soll. Der Feind mitten im Land fängt an, das Land zu verwüsten, solche Strafexpeditionen vorzunehmen, richtig übel. Und Saul sitzt da, wo er seine kleine Residenz hat, mit diesen 600 Peopeln und es läuft nichts. Sie machen Ratschlag und sie wissen ja, sie sind hoffnungslos unterlegen und irgendwie passiert nichts. Die sitzen und sitzen und sitzen. Und irgendwann
ist eine Person aus dieser Truppe, nämlich Jonathan, dem Sohn von Saul, das Ding zu dicke und er sagt, ich mach was. Und gemeinsam mit seinem Waffenträger macht er sich heimlich auf den Weg, geht durch ein Wadi, klettert eine Schlucht hoch, hat noch ein Wort vom Herrn erbeten, was sehr interessant ist, und fängt an, den Feind zu attackieren. Übernatürlich. Das Ergebnis ist, dass dieser Überraschungsangriff dazu führt, dass der Feind erstmal diese erste Wache da erledigt wird und dass ein Schrecken im Lager der Philister ausbricht und sie denken, das Herr Saul ist mächtig da und sie haben die umzingelt und sie fangen an, sich einfach selber zu vernichten. Und es kommt zu einem riesigen Sieg. Soweit ist das schon mal gut. Aber die Story hat trotzdem einige negative Aspekte, weil Saul, als wie gesagt Bild für einen schlechten Leiter, macht mehrere sehr komische Fehlentscheidungen oder sagen wir mal nicht gute, nicht nachvollziehbare Entscheidungen, die das Ganze, den Sieg etwas abschwächen und letztlich dazu führen, dass es zu einer Stresssituation kommt, weil er allen Ernstes aufgrund von einem unbedachten Fluch, den er ausgesprochen hat, Jonathan töten will. Völlig abartig. Und das Ganze läuft dann da auf diesen Höhepunkt zu und du merkst, wie krank und wie absonderlich der Typ drauf ist. Und da kann man extrem viel für uns heute lernen. Und jetzt möchte ich dich bitten aufzuschlagen, 1. Samuel 13. Ne? Wie gesagt, diese Story ist etwas vor dieser Abishai-Nummer. Und dazwischen war übrigens dann auch noch diese Story mit dem David und Goliath. Die war etwa 25 Jahre nach dem, was ich dir hier berichte. Das hier ist aber durchaus ähnlich. Da gibt es viele Parallelen bei dieser Story mit dem Jonathan, bei der Story mit David und Goliath und dann bei der Abishai-Geschichte. Okay, aber jetzt geht's los. Und Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. Also wir gehen das jetzt einfach durch. Ich habe ein paar Verse überspringe ich, aber im Grunde genommen gehe ich jetzt hier die beiden Kapitel mit dir durch. Und wir schauen uns das an und beleuchten das einfach mal. So, Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. 2000 waren bei Saul zu Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 waren bei Jonathan in Gibea, in Benjamin. Den Rest des Volkes aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Also diese Orte, die hier genannt sind, sind wie gesagt ganz nah beieinander. Das sind keine riesen Entfernungen dazwischen, ein paar Kilometer nur. Es war im Grunde genommen so, dass er bei seiner Residenz, bei seinem Wohnort sozusagen in unmittelbarer Nähe vor seiner Haustür eben da angefangen hat mit seiner Herrschaft. Gut, jetzt geht's gleich los. Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der in Gibea war, das war nämlich da, wie gesagt, ein paar Meter weiter, und die Philister hörten es. Und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Also was ist hier passiert? Jonathan mit seiner Truppe ist also hin zu dieser Festung, die übrigens an einem strategischen Punkt war, man hat das ausgegraben, auf einer Höhe, die hat also Handelsstraßen, zwei wichtige Handelsstraßen, die sich gekreuzt haben, hat die beherrscht. Und man hat dort oben solche Steinmale gefunden, also sehr große Steine, die aufgerichtet worden sind und die sind umgestürzt worden, die sind also zertrümmert worden. Und man weiß, das war also wie so ein Siegeszeichen, was man da oben aufgerichtet hat. Ja, das sind unsere Steine, ein Siegeszeichen. Wir sind die Philister, wir beherrschen die ganze Region. Also mitten im Kernland, im israelischen Kernland, mitten in Benjamin, mitten im verheißenen Land, hat der Feind sein Siegeszeichen aufgerichtet. Genau. Und dann ist Jonathan mit seiner Truppe hin, hat das Ding platt gemacht und das war natürlich eine Kriegserklärung. Das ging natürlich zu den Philistern und Saul hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir Schofar blasen. Ins Horn stoßen, Schofar blasen, alle müssen es hören. Und er hat im Grunde genommen mit dem Schofar blasen eigentlich zum Kampf, zum offenen Auseinandersetzung aufgefordert. Ja. Die Philister haben also einen ganz entscheidenden Stützpunkt verloren und haben gesagt, okay, das gibt eine Strafexpedition. Das lassen wir uns nicht bieten. Nächster Vers. Und ganz Israel hörte es. Nicht nur die Philister haben gehört, dass sie da einen auf die Mütze gekriegt haben, sondern ganz Israel hörte es und sagte,
Saul hat den Wachposten der Philister geschlagen und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Da wurde das Volk hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Interessant. Die haben das gehört und waren erstmal geschockt. Die haben gesagt, wir haben uns stinken gemacht, wir haben uns in Verruf gebracht, heißt das. Unser Name ist schlecht. Was ist jetzt los? Ja? Wir haben die zu Feinden uns gemacht. Ja, die haben uns beherrscht. Aber jetzt sind wir in den Kampf gegangen. Jetzt sind wir in die Auseinandersetzung gegangen. Du musst dran denken, vorher waren es Richter. Die waren in verschiedenen Bereichen und haben da Herrschaft gehabt. Jetzt wurde Saul als König eingesetzt. Das Erste, was er macht, ist anfangen zu kämpfen. Und das Erste, was er macht, ist, dieses Ding zu attackieren, beziehungsweise Jonathan. Das war eigentlich völlig logisch. Er hat die Besatzungsmacht, wie gewaltig groß war, attackiert. Er hat den Feind attackiert in seinem eigenen verheißenen Land und wurde angefangen direkt vor der Haustür. Direkt vor der Haustür. Das ist eigentlich sehr vernünftig. So, aber das Volk fand das teilweise nicht so cool. Ja, sie haben gesagt, der Name ist stinkend gemacht. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben auf einmal einen Feind. Der Feind ist jetzt ein wirklicher Feind. Ne? Denn man hatte sich ja vielleicht auch arrangiert. Ja, da war der Feind, da war eine Abgabe und da war es schwierig, aber man kann sich doch damit arrangieren. Ist halt so. Ja, ist halt so. Ne? Die Umstände sind halt so. Da dachte ich dran, weißt du, manchmal sind Christen so. Der Feind hat ihr ureigenstes Gebiet, ihre Verheißung, ihren Segensbereich, ihr Land, ihr Ding, was Gott ihnen zugesagt hat, besetzt. Der wütet da drin, der herrscht da drin, der attackiert sie da drin, der unterdrückt sie da drin. Und dann dachte man, naja, das ist halt so. Ja. Jemand hat mal gesagt zu uns, wenn ich nicht in den Kampf ziehe, dann fliegt mir auch nichts um die Ohren. Wenn ich nicht in den Kampf ziehe, fliegt mir auch nichts um die Ohren. Gut, die Person hat gemerkt, wenn sie in den Kampf zieht, dann gibt es eben Stress. Und das Fazit war, dass sie gesagt hat, okay, ich ziehe nicht mehr in den Kampf. Weißt du was? Das ist die dümmste Reaktion, die du machen kannst. Denn wenn du denkst, dadurch, dass du nicht mehr in den Kampf ziehst, hört der Feind auf, dich zu attackieren, dann hast du eine Milchmädchenrechnung gemacht. Es gibt keinen Nicht-Angriffspakt mit dem Feind, hat Sigrid schon gesagt. Ja? Nach dem Motto, tu mir nichts, ich tu dir auch nichts, das funktioniert nicht. Es ist der Feind, es ist sein Job, gegen dich anzugehen. Und manche Leute sagen auch, ach, immer wenn ich was für den Herrn tue, dann kommt der Feind und dann gibt es Ärger und dann rächt er sich und das ist schwierig. Weißt du was? Der attackiert dich auch, wenn du nichts für den Herrn tust. Das ist der Feind, der attackiert dich einfach. Ne? Wenn du dem Feind nicht widerstehst, wirst du irgendwann mit ihm laufen. Das hat Sigrid auch gesagt und das ist die Wahrheit. Und da müssten wir aufpassen, dass wir uns nicht arrangieren. Was hier passiert ist, Jonathan hat den Feind attackiert, mitten im Land. Das war das Vernünftigste, was passieren konnte. Das war das absolut Richtige. Ja? Nicht akzeptieren, dass der Feind dein ureigenstes Land besetzt. Wieso denn? Ja, in der biblischen Geschichte findest du das immer und immer und immer wieder. Aber warum eigentlich? Ja, weil man es einfach akzeptiert hat, weil man sich damit arrangiert hat. Das sollte nicht für dich und mich gelten. Das, was der Herr uns verheißen hat, seine Verheißung, seine Gnade, seine Zusagen, das, was er uns gegeben hat, die Berufung, die hältst du fest. Und das, wo der Feind da sich versucht rumzutummeln, da gehst du dagegen an. Und du wirst sehen, dass du den Sieg haben wirst, genauso wie hier in dieser Geschichte. Gut, also, jetzt rückt, vielleicht nur wenige Wochen später, die Besatzungsmaschinerie an. Eine gewaltige Armee. Die macht sich jetzt, um eine Strafaktion zu machen und um das Land wieder einzunehmen. Auch die Philister sammelten sich, heißt es im nächsten Vers, zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Bet Aven. Ja, gigantisch, ein riesiges Heer, auf jeden Fall zigmal, wirklich zigmal so groß wie Saul mit seiner Truppe, mit seinen 600 Männchen. Ja, lachhaft, klein. Im Grunde genommen war das für die Philister völlig logisch. Da hat einer, den haben sie zum König gemacht und jetzt versucht er da ein bisschen Rabatt zu machen. Schlecht ausgerüstet, ja. Aber da gehen wir hin, den erledigen wir. Aber die haben die Rechnung ohne Gott gemacht.
Auf jeden Fall diese gigantische Macht des Feindes mitten im verheißenen Land. Dem Land, was Gott sagt, das ist mein Land. Mitten da drin, der Feind, Waffen klirren da drin. Mhm. Solche Situationen gibt es, ja, wo du denkst, der Feind ist voller Übermacht inmitten dem, was Gott dir verheißen hat. Dann ist es wirklich Zeit zu kämpfen. Und hier heißt es im nächsten Vers, als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, als sie das wirklich realisiert waren, ne, weil das Kriegsvolk eben kam, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Autsch. Jetzt hat man da diese Festung attackiert und platt gemacht. Der Feind hat gesagt, so nicht. Und jetzt kommt er mit seiner gewaltigen Power. Und alles, was dem Volk Gottes einfällt, ist nichts wie verstecken vor dem Feind. Hilfe, wir verstecken uns. Hier ist so grandios beschrieben. Verstecken sich in Dornsträuchern. Also wenn du in Dornsträuchern dich versteckst, dann hast du echt ein Problem. Denk mal kurz drüber nach, was das bedeutet. Ja? Du versteckst dich irgendwo in Brennnesseln, ja, zum Beispiel. Aber ne? In Höhlen, in Felsen, in Gewölben, in Zisternen, da haben dich verkrochen. Verkrochen vor dem Feind. Als Volk Gottes im eigenen Land, im Land, was Gott ihnen gegeben hat. Angst vor dem Feind. So wie die 10 Kundschafter, die damals, Jahrhunderte vorher, mit Josua gekommen waren. Ja, alles super, alles, was Gott gesagt hat, stimmt, aber das Land können wir trotzdem nicht. Unmöglich, keine Chance. Ja, und genau so hier. Das Volk verkriecht sich vor Angst, vor dem Feind, vor seiner Macht. Die kommen gar nicht drauf zu sagen, okay, wir raffen uns zusammen, je mehr wir sind, desto eher können wir hier den Feind attackieren, weil sie wissen, die sind schlecht ausgerüstet. Und wer weiß, wie lange der Feind sie schon beherrscht hat. Wie gesagt, man hatte sich damit arrangiert und jetzt auf einmal kommt da dieser Querulant und macht Ärger. Ja, ich denke, dass die gesagt haben, das war der Riesenfehler. Der hat es jetzt echt versemmelt. Ja, das schaffen wir nie im Leben. Die werden uns alle umbringen. Ja, wie kann man nur so dumm sein, diese Festung zu attackieren? Okay, nächster Vers. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Also ins Nachbarland über den Jordan. Saul aber war noch in Gilgal. Und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Weißt du, was es da wörtlich steht? Im Urtext wörtlich steht, das ganze Volk zitterte hinter ihm her. Zitterte hinter ihm her. Ist doch grandios beschrieben. Hier, die haben geschlottert vor Angst. Das waren seine 600 Leute. Die haben Angst gehabt. Die wussten, es ist vorbei, es ist erledigt, der Feind ist so gigantisch, wir sind im Grunde genommen alle erledigt. Gut, machen wir mal einen Sprung und lesen dann weiter. Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Lachhaft wenig Todesmutige. Ne? Aber, denk mal dran, einige Jahrzehnte vorher war diese Story mit Gideon. Gideon, mit den Schofarot und mit den Pötten und mit der Fackel, da war auch eine riesige Heermacht, nicht von Philistern, sondern von den Midianitern. Und er hat nur 300 Leute gebraucht, um den Feind zu besiegen. Saul hatte immerhin doppelt so viel. Aber Saul war nicht so gut drauf wie Gideon zu der Zeit. Gut, aber das Schöne ist, wie wir gleich hören werden, die brauchten gar keine 600. 2 sollten reichen. Im nächsten Vers heißt es, und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibea in Benjamin. Die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Wie gesagt, alles direkt vor der Haustür von Saul, ein paar Kilometer auseinander. Da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in 3 Abteilungen aus. Eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Ophra nach dem Land Schual hin. Und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Bet-Horon und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Zeboim nach der Wüste hin hinausschaut. Was haben die gemacht? Die haben erstmal sich da platziert, in Nähe von Saul, mitten im Kernland. Und dann haben sie Strafexpeditionen ausgesandt, die verheert haben, die gestört haben, die Vernichtung gebracht haben.
Sie haben das Volk bestraft. Sie haben Vernichtungskampagne gemacht. Hier heißt es in der Bibelübersetzung, hier Vernichtungstrupp. Weißt du, wie das wörtlich heißt, was da steht? Wörtlich steht da der Verderber. Da zog der Verderber aus dem Lager der Philister und ging raus. Und das ist sowas, wie es der Feind ist. Der Verderber. Weißt du, Gott verheißt dir was, du nimmst Position ein, du stellst dich hin, sagst, okay, das hat Gott mir zugesagt und auf einmal bricht wahrhaftig die Hölle los und du hast den Eindruck, der Verderber ist da und überall brennt es um dich herum. Das ist typisch, wie der Feind agiert. Er will das Terrain nicht abgeben. Er will dir nicht die Verheißung schenken, die Gott dir gesagt hat. Du musst dafür kämpfen. Aber wenn du losgehst, wirst du siegen. Ja? Wenn du sitzen bleibst, passiert nichts. Wenn du inaktiv bist, passiert nichts. Aber wenn du vorwärts gehst, wirst du sehen, dass du siegst. Das ist diese Story, die wir uns jetzt hier weiter anschauen. Mitten im Gebiet des Volkes Gottes vernichtet also hier diese Feinde mitten im Land. Mitten in dem, was Gott verheißen hat. Raubzüge. Der Feind wütet. Und ein Posten der Philister zog aus auf den Pass von Michmas zu. Das ist das, wo es gleich drum geht. Und es geschah eines Tages. Die Bibel sagt jetzt nicht, wie lange später, aber eines Tages. Also nicht direkt, unmittelbar, zeitgleich. Da ging eine gewisse Zeit dazwischen. Eines Tages. Dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, nämlich genau dem, der da bei Michmas war, zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß, okay, am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und das Kriegsvolk war bei ihm, etwa 600 Mann. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Ja, das ist so interessant, was da drin steht. Eines Tages, also irgendeine gewisse Zeit, nachdem das sich irgendwie diese Situation so festgefahren war, irgendwie nicht wirklich was passierte, außer dass die feindlichen Truppen das Land verwüstet haben, ne? Der Feind hat gewütet im Land, aber es passierte irgendwie nichts. Es kam nicht zu der Schlacht, es kam nicht zu dem Angriff, sie haben auch Saul nicht beseitigt, sie haben das Land verwüstet. Während der Phase sitzt Saul mit seinen 600 Kämpfern in seiner Heimatstadt unterm Granatapfelbaum. Hier Granatapfelbaum, das ist hochprophetisch. Weißt du was? Ein Granatapfelbaum ist überhaupt kein Baum. Beziehungsweise nicht so ein Baum, wie du dir einen Baum vorstellst. Das ist ein Obstgehölz. Das ist genauso, wie wenn du bei dir einen Kirschbaum oder einen Zwetschgenbaum bei dir zu Hause hast, oder von mir aus ein Apfelbäumchen, im Garten hast. So ein Bäumchen ist das. Ja? Ein Granatapfelbaum ist ein besserer Strauch. So, und da sitzt er und seine Leute um ihn herum. Das kannst du nur prophetisch verstehen, worum es da überhaupt geht. Der Granatapfel ist nämlich ein Bild für das Gesetz, für das Gebot. Ja? Und da ist Saul. Er kämpft nicht, er ist inaktiv, er hält Ratschlag da, palavert, redet, wartet ab, sitzt. Ne? Gut, Granatapfelbaum. Wieso sage ich, der Granatapfel steht fürs Gesetz? Also der Granatapfel ist super interessant, werden wir demnächst mal drüber sprechen, extrem interessant. Worum es mir hier geht ist, gemäß jüdischem Verständnis hat er 613 Kerne. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber gemäß jüdischem Verständnis. 613 steht für das Gesetz, für das Gebot, genauer gesagt für die Mitzvot. Das sind nämlich 613 Mitzvot, Gebote und Verbote. 248 Gebote, 365 Verbote, gemäß dem Alten Testament. So, Granatapfel steht immer für Gesetz. Beispielsweise der hohe Priester hatte an seinem Gewand unten Granatäpfel, kleine aus Elfenbein. Oder bei dem Salomonischen Tempel gab es bei diesen Säulen, die da vor dem Tempel standen, da waren Ketten mit Granatäpfel drum und so weiter. Das ist ein Bild für das Gesetz. Das heißt, Saul
beschäftigt sich mit dem Gebot, mit frommen Themen. Nicht verkehrt, aber der sitzt da. Der Feind wütet im Land, wo er der König ist, wo er dafür stehen muss. Und der Feind wütet im Land herum und er beschäftigt sich, sagen wir mal, mit frommer Routine vielleicht oder sowas. Dafür steht das, dass er unter dem Granatapfelbäumchen gesessen hat. Er tut jedenfalls nichts aktiv gegen den Feind. Interessanterweise war es auch Jonathan, der gegen diese komische Philisterfestung da losgegangen ist. Saul wirkt extrem inaktiv, richtig passiv. Aber weißt du was? Gott wird seine Pläne nicht unserem Sitzen anpassen. Ne? Reinhard Bonk hat ja immer so schön gesagt, Gott geht mit den Gehenden, aber er sitzt nicht mit den Sitzenden. Das ist die Wahrheit. Und hier war der Punkt, Jonathan ist gegangen. Saul sitzt. Was hat er gemacht? Er hat sich heimlich davon gestohlen. Er ist einfach ausgebüxt. Er ist gegangen. Warum? Weil er gewusst hat, hätte ich um Erlaubnis gefragt, hätte ich niemals die Zusage bekommen, da mich wegmachen zu können. Aber der hatte einfach, ich sag mal, die Schnauze voll. Der hat genug von dem Palaver gehabt, der hat genug von dem Gerede gehabt, der hat genug von, sorry, ich sag's mal so, von dem frommen Getue gehabt. Der hat einfach gesagt, hier ist der Feind, der attackiert unsere Brüder und Schwestern, hier wütet wirklich das Böse, wir müssen was machen. Und deshalb hat er sich abgemacht von denen, die da gesessen haben. Allein losgegangen mit seinem Waffenträger. Dann heißt es weiter, es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu den Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. So, und ich habe euch mal von der Gegend da drei Bilder mitgebracht. Johannes, drei Bilder, die können wir mal einblenden. Damit ihr einfach mal seht, wie das da so aussieht. Das ist nämlich heute das sogenannte Wadi Suwainit. Und das ist die Stelle, wo das passiert ist. Da ist unten also, ja, da ist ein Bach fließt da durch. Das ist eben der Wadi. Und dann geht es hier schon richtig hoch. Das ist schon ganz ordentlich. Ne? Das ist steil. Das ist kein einfaches Gelände. Wie gesagt, Jonathan kam ganz aus der Nähe. Der ist da groß geworden. Wahrscheinlich kannte er die Gegend. Wahrscheinlich kannte er das Gelände. Und dann lesen wir, und Jonathan sprach zu dem Waffenträger. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird Jahwe etwas für uns tun, denn für Jahwe gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Das Wort, was hier mit helfen steht, kann man auch mit retten schreiben. Ja? Für Jahwe gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu retten. Was Jonathan hier macht, das ist im Geist. Er sagt, es langt. Genug ist genug. Ich gehe jetzt da hinüber zu dem Waffenträger und wir schauen mal, was passiert. Wir schauen mal, was es gibt. Denn für den Herrn ist das keine Sache, die zu groß ist hier mit diesen komischen Philistern. Der Herr kann durch viel helfen, der Herr kann durch wenig helfen. Was heißt das denn? Durch viel Ressourcen, durch viele Möglichkeiten, durch viele Finanzen, durch viele Mitarbeiter, durch viele Mitkämpfer, durch viel Ausrüstung, durch viele Fähigkeiten und Gaben oder aber durch wenig. Er kann auch durch wenig Mitarbeiter, durch wenig Ressourcen, durch wenig Mitkämpfer dir helfen. Es kommt nicht auf die Quantität an. Jonathan hatte nur einen, der mitgegangen ist. Das war sein Waffenträger. Durch viel oder wenig heißt, wenn wir zwei in Übereinstimmung vorwärts gehen, wird uns kein Feind widerstehen können. Im Geist. Im Geist. Nicht im Fleisch. Im Geist. So, Jonathan ist also hier wirklich verbunden mit dem Herrn. Er weiß, es ist möglich. Es ist möglich. Ich bin aktiv. Ich gehe los. Jetzt. Der hatte einfach die Nase voll. Ja, der hatte genug gesessen. Der hatte keine Gelust mehr auf das Gerede. Der hatte einen gesunden Tatendrang. Verstehe mich richtig. Der ist ja nicht einfach blind losgerannt. Das war ein Kämpfer. Der kannte das Terrain. Der wusste Bescheid. Das war ja nicht ein Dummkopf, der irgendwas gemacht hat.
Aber er hatte einfach gesagt, es muss jetzt was passieren. Das muss was passieren. Weißt du, hätte er gefragt, hätte die Obrigkeit, sage ich mal, hätte ihm gesagt, das ist Rebellion. Wir haben beschlossen, hier zu sitzen, ordentlich gefälligst unter. Ja, du gehst keine eigenen Wege. Aber da war etwas, ich nenne das mal Pioniersalbung. Pioniere sind Leute, die gehen einen Weg, den noch kein anderer gegangen ist. Die wagen etwas für den Herrn, was noch kein anderer gewagt hat. Die sind unterwegs. Ja, die gehen hinein in Terrain, was neu ist. Und es gibt solche Geschwister unter uns. Es gibt Leute, denen hat das der Herr ins Herz gelegt. Die sagen, ich bleibe nicht da, wo alle anderen schon sitzen, sondern ich will hinein in etwas. Ich lese in der Bibel, der Herr sagt, wir sollen Kranke heilen, Dämonisierte frei machen, Tote auferwecken. Da will ich hin, ich mache mich auf den Weg. Und wenn keiner mitgeht, ist mir wurscht, ich gehe eben allein dahin. Aber ich werde das Ziel erreichen. Und diese Leute gibt es. Und ich weiß, dass hier ein ganzer Schwung zuguckt. Und deshalb predige ich zu dir. Nimm es für dich, ja? Vielleicht hast du genau die Pioniersalbung, die Gott da, wo du bist, gebrauchen will, um den Feind, der dort wütet, komplett zu erledigen. Lass dich nicht zurückhalten, bleib nicht sitzen, bleib nicht unter einem frommen, wie soll ich mal sagen, Aktivismus, was irgendwie so ist, was so immer schon gelaufen ist. Fang an, aufzustehen, fang an, loszugehen. Ich möchte mal da ein Beispiel nennen. Reinhard Bonnke nochmal. Weißt du, der war ja ein ganz normaler Missionar. Als junger Mann. Und der war ausgesandt worden mit einer normalen Missionsgesellschaft. Und dann hat er dann da gearbeitet und das aufgebaut. Und es gab Stress mit der Missionsgesellschaft, weil er war zu aktiv. Er hat zu viel gemacht. Es hat nicht so hineingepasst in das System, weil er war kein Missionar von der Salbung her, sondern er war Evangelist. Ja? Und es hat immer wieder geknirscht. Und er war unglücklich und die waren unglücklich. Irgendwann hat er sich davon getrennt, hat sein eigenes Ding gemacht, ist in seinen eigenen Weg gelaufen. Und dann ist das bei rausgekommen, was wir wissen, mit heute fast 80 Millionen Bekehrungen, schriftlich dokumentierten Bekehrungen in Afrika. Ja? Er musste an einen Punkt kommen, wo er seinen eigenen Weg mit dem Herrn gegangen ist. Im Geist vorwärts gegangen ist. Nicht sitzen geblieben ist. Nicht mitgespielt hat, nicht gesagt hat, okay, geht eben nicht anders und so weiter, sondern auf sein Herz gehört hat, auf die Berufung gehört hat, die der Herr in ihn hineingelegt hat. Okay, weiter. Also Jonathan sagt zum Waffenträger, vielleicht wird Jahwe etwas für uns tun, denn für Jahwe gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Jetzt antwortet der Waffenträger, und der Typ war echt klasse, der sagt, tu alles, was du vorhast, wörtlich, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Ja, wir kuschen nicht vor dem Feind. Wenn du gehst, gehe ich auch. Wenn du mitmachst, mach ich auch mit. Ja, der war hingegeben. Der wusste, es kann das letzte Himmelfahrtskommando sein. Ich bin dabei. Vielleicht hatte der auch einfach die Schnauze voll von dem Rumgesitze. Warum auch immer, die beiden sind losgegangen und haben gesagt, wir machen jetzt was. Ohne um Erlaubnis zu fragen, ohne irgendwie, dass das abgesegnet ist, sondern einfach, der Herr hat uns was aufs Herz gelegt und wir gehen vorwärts. Er geht zum Vertrauen, im Vertrauen auf Gott. Und dieses Vertrauen auf Gott, das war genau das, was Saul an der Stelle wahrscheinlich gefehlt hat. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns rauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn Jahwe hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll unser Zeichen sein. Hier, das ist extrem cool, wenn du dir das mal überlegst. Der sagt, wir gehen jetzt mal dahin. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn die sagen, sie kommen runter, okay, dann war es nichts. Aber sollten die sagen, wir sollen zu ihnen hochkommen, das nehmen wir als Zeichen des Herrn und dann gehen wir hin. Weißt du was? Der hat kein Wort vom Himmel bekommen. Da ist kein Engel erschienen, der ihm das gesagt hat. Wir lesen nicht mal, dass er gebetet hat. Der hat einfach das gesagt. Der hat gesagt, das ist unser Zeichen. Der kannte Gott, hat gesagt, das ist unser Zeichen.
Wir setzen das einfach mal fest. Wir sagen, dass das Zeichen ist. Gott, wenn das so ist, dann machen wir, und wenn nicht, dann eben nicht. Er selbst setzt es fest. Und zwar natürlich genau entgegengesetzt, so wie man normalerweise denken würde. Ja? Was sinnvoll erscheinen würde. Der sagt, wenn die sagen, wir sollen hochkommen, haha, dann ist der Weg unser. Sehr interessant. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn Jahwe hat sie in die Hand Israels gegeben. Das ist Glaube. Das ist im Geist. Was ist hier passiert? Noch gar nichts, außer dass der Feind gespottet hat und genau das gesagt hat, wo er gesagt hat, wenn das der Feind sagt, dann wissen wir, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Das hat nur er gesagt. Und der Feind hat genau das Gleiche gesagt. Er sagt, jetzt ist der Sieg unser. Ja, das ist eigentlich völlig verrückt, wenn du es überlegst. Das ist Glaube. Das ist echte Beziehung zum Herrn. Er nimmt den Spott des Feindes als Zusage für den Sieg. Hier, da können wir echt was lernen. Wie oft hören wir uns das Gedröhne und das Getue des Feindes an und, ja, du meine Güte, das ist ja auch wirklich schlimm und so furchtbar und ja, ja, wir können nicht und wir sind nicht und wir verstecken uns. Ja, notfalls unter den Dornbüschen oder in Zisterne oder sonst wo. Kann sein, dass du nasse Füße kriegst da. Wir verstecken uns so gern. Jonathan war anders drauf. Der hat gesagt, wer spottet über uns? Das nehme ich als Zeichen, dass der Herr uns in den Sieg bringt. Ja, Gott ist auf unserer Seite. Wer kann uns widerstehen? Bemerkenswert. Bemerkenswert. Lass den Spott des Feindes dich niemals stoppen. Lass seine Drohung und sein Getue und sein Geblödel dich niemals stoppen. Im Gegenteil, wenn er anfängt zu spotten danach, haha, jetzt geht's los. Der Herr wird uns den Sieg geben. Dann geht's weiter. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Ihr habt das Bild gesehen, das war schon Terrain, wo man einfach hochklettern musste. Da gab es eine kleine Schlucht und da sind sie hochgeklettert, oben zu diesem Plateau, wo da der Feind eben diesen kleinen Wachposten hatte. Die beiden kommen oben an und dann heißt es, und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Wir wissen nicht, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich hat der Herr übernatürlich geholfen. Auf jeden Fall fielen die um, auf jeden Fall wurden die erledigt und diese Leute, ja, 20 Leute, heißt es im nächsten Vers, wurden erstmal erledigt durch die Gnade des Herrn. Die sind da hochgekraxelt, auf allen Vieren. Mühsam, hochkraxeln, steiniges Terrain, schwierig. Ne? Der Feind ist oben und spottet. Und du musst aufsteigen. Du musst aufsteigen, auch ein prophetisches Bild. Du musst aufsteigen, aufsteigen, egal was der Feind sagt. Heb dich empor, schau auf den Herrn, geh hoch. Ne? So, der Feind ist oben und töst rum, aber wenn du kommst, fällt er vor dir. Und er wird vernichtet für immer durch die Hilfe Gottes. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Okay, damit können wir jetzt wenig anfangen. Ich habe gelesen, das ist die Fläche, die ein Gespann Rinder in der Lage war, innerhalb von einem Tag zu pflügen. Das war echt schwierige Arbeit und das war jetzt nicht so riesen Flächen, die da bearbeiten konnten. Und das war also ein kleines Feld. Ne? Dieses kleine Feld. Und da haben sie diese 20 People erledigt. Den Feind, der eben noch gespottet hat. Vernichtet! Der Feind fällt vor dir, wenn du mit dem Herrn aufsteigst. Ist auch so grandios, die Botschaft. Ne? Und dann heißt es hier, und es entstand ein Schrecken im Lager. Auf dem Feld. Und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollten, erschraken. Und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Gottes Schrecken ist etwas, was uns im Alten Testament mehrfach begegnet. Gott
greift ein und schickt etwas, was die Feinde in Panik bringt, im Übernatürlichen natürlich. Etwas, wo er sein Volk schützt und was sich richtig gegen den Feind wendet. Und das Interessante ist jetzt hier, die haben nur diese 20 Leute erledigt, dank der Gnade des Herrn. Und irgendwie wurde das gesehen, irgendwie hat man gesehen, da ist Kampf, irgendwie hat man gesehen, da sind tote Philister und es ging rund wie ein Lauffeuer und es hat einen Schrecken gegeben und gleichzeitig hat der Herr ein Erdbeben geschenkt. Und dieses Erdbeben und diese Attacke der Israeliten hat dazu geführt, dass die komplett kopflos wurden, die Philister. Und das Coole ist, dass es hier heißt, auf dem Feld und unter dem gesamten Kriegsvolk, diese riesige Heermacht, die so gigantisch groß war, auf einmal in Schrecken. Wir hatten gerade gelesen, dass die Israeliten in Angst waren. Jetzt war der Spieß umgedreht. Turn around. Jetzt war auf einmal die Philister in Angst und Schrecken. Und richtig Schrecken. Ne? Auch der Posten, das was hier wörtlich steht, ist wieder der Verderber. Auch der Verderber. Und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken. Haha, das ist es, was grandios ist. Wenn der Feind mit seiner ganzen Heermacht, mit seinen Absichten, mit den Verwüstungsversuchen komplett erschrickt, weil er merkt, hier ist jemand, der ist aufgestanden mit der Kraft des Herrn, der lässt sich nicht länger runterdrücken, der steht auf und geht vorwärts und der Herr schenkt Gnade und der Herr schenkt sogar ein Erdbeben und auf einmal geschah es, dass diese ganzen erbärmlichen Philister anfingen, sich selber zu bekämpfen und sich selber umzubringen. Durch diesen Schrecken, durch diese Bestätigung des Erdbebens und weil gleichzeitig jemand angefangen hat zu kämpfen. Warum? Weil jemand gesagt hat, genug ist genug. Und Gott hat sich dazu gestellt. Gott hat sich dazu gestellt. Und so war diese beiden haben echt, wie soll ich mal sagen, das Blatt gewendet. Es war gigantisch, was auf einmal passierte. Und wir lesen, dass die beiden weitergegangen sind. Die beiden waren dann im Kampf. Und irgendwie, ich meine, die ganzen Philister haben es ja jetzt gemerkt, irgendwie hat man es dann auch unten bei Saul gemerkt, dass da was gelaufen ist. Und soweit war die Geschichte jetzt eigentlich ganz cool. Weißt du was? Jetzt kommt der blöde Teil. Jetzt kommen wir nämlich von dem geistlichen Vorwärtsgehen, was Jonathan und sein Waffenträger hatte, zum fleischlichen Teil. Und das ist die Nummer mit Saul. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen und siehe, ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte. Wie gesagt, der Feind, also die Philister, fingen an, sich selber zu vernichten. Lesen wir übrigens mehrfach in der Bibel. Wenn das Volk Gottes aufsteht, Einzelne, die aufstehen, auch beispielsweise bei Gideon, ja, die aufstehen, fängt der Feind an, sich selber zu vernichten. Wenn du aufstehst, schenkt Gott die Gnade, dass der Feind sich selber vernichtet in deinem Leben. Was immer der Feind sein mag. Was immer das ist, was dich attackiert, was immer das ist, was dich bedrängt, was immer das ist, was dir dein Land rauben will, dich bedrücken will. Okay, also die Wächter merken, da läuft irgendwas, da ist Getümmel, da ist Kampf. Saul kriegt das dann auch mitgeteilt. Und Saul sagte zu dem Volk, das bei ihm war, lasst doch antreten und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Hier hast du mal überlegt, dass das echt dämlich ist. Da ist der Feind im Getümmel, der merkt, da ist Kampf. Die haben wer weiß wie viele Tage rumgesessen und passierte nichts. Auf einmal geht's los und er sagt, Moment mal, lass uns erstmal überlegen, was machen wir hier? Lass uns erstmal zählen, wer da ist. Lass uns erstmal gucken, lass uns erstmal hier einen Überblick verschaffen. Ja? Das heißt, der sucht Gründe, irgendwas zu tun. Der geht nicht in den Kampf, der zögert. Ne? Und er will erstmal wissen, wer ist denn hier aus der Reihe getanzt? Warum ist da oben sowas? War das einer von uns? Völlig unvernünftige Vorgehensweise. Anstatt zu sagen, hey, da ist was, mit dem Herrn gehen wir jetzt los, gehen in den Kampf, schließen uns dem an, wir werden den Feind besiegen, fängt er an, irgendwie danach jemand zu suchen. Da sagte Saul zu Ahia, das war der Priester, bringt die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war an jedem Tag unter den Söhnen Israel. Ne? Das heißt, Moment mal, jetzt ist Jonathan und sein Waffenträger. Okay, da müssen wir erstmal das mit dem Herrn klären. Ja, er zögert immer noch. Lass uns erstmal eine fromme Runde halten. Wir müssen erstmal hier gucken, was da gewesen ist.
Ja, da ist der Feind, ja, da ist Kampf, ja, natürlich. Aber erstmal hier, lass uns erstmal zusammensitzen und nochmal beratschlagen. Die sind ja jetzt weg, aber was soll immer die da machen? Ja, wir müssen erstmal den Herrn fragen, was jetzt zu tun ist. Das ist ein richtiger komischer Aktionismus. Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Also richtig Action. Ja? Und dann sagte er zum Priester, nee, was, zieh deine Hand zurück, lass mal, das ist jetzt doch daneben. Also da hat er gemerkt, das ist jetzt wirklich nicht die Zeit, um sich mit sowas zu beschäftigen. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelte sich und kam zum Kampf. Na endlich. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen eine sehr große Verwirrung. Eine sehr große Verwirrung im Lager des Feindes. Das ist etwas, was du beten kannst. Bete für Verwirrung ins Lager deiner Feinde. Bete für Konfusion ins Lager deiner Feinde. Bete dafür, dass deine Feinde sich anfangen, gegenseitig zu vernichten. Weil du im Glauben aufstehst und weil du sagst, ich widerstehe dem und der Feind muss fliehen. Ja? Sie ziehen los und sie sehen, der Feind vernichtet sich selbst. Und dann kommt es so, dass jetzt die Kämpfer, erstmal seine 600, aber dann auch die anderen, hinterherkommen. Sie folgen denen, die mit dieser Pioniersalbung vorangegangen sind und sie kommen jetzt endlich auch in Kampf. Nächsten Vers heißt es, und die Hebräer waren bei den Philistern, wie schon früher, die mit ihnen ins Feldlager hinaufgezogen waren. Auch sie wandten sich, um mit Israel zu sein, das bei Saul und Jonathan war. Also das waren Söldner. Das waren Söldner, die haben gemerkt, irgendwie läuft hier was Blödes und die sind einfach übergelaufen. Als aber alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen, setzten auch sie ihnen nach im Kampf. Na, Halleluja. Ja, selbst die Furchtsamen haben jetzt mitgekriegt, ey, da passiert was, der Feind wird bekämpft, der Feind flieht, der Feind vernichtet sich selber, wir sind im Sieg. Es hat zwar nicht danach ausgesehen, aber trotzdem, der Herr schenkt was. Wir sind im Sieg und kommt alle in den Kampf und dann kommt selbst die Furchtsamen in den Kampf und das ist sehr gut. Die werden wach. Die kommen aus ihrem Verstecken. Dieses Wachwerden ist eigentlich cool. Das ist eigentlich das Wort Erweckung. Die Christen werden wach. Die werden erweckt. Das sind ja nicht die Heiden, die erweckt werden, sondern die Christen, die erweckt werden, um endlich den Job zu tun, der Gott ihnen gesagt hat. Die kommen in den Kampf. Ja, sie werden wach, um zu kämpfen. So rettete Jahwe Israel an demselben Tag. Und der Kampf zog sich bis über Bet Aven hinaus. Sie wussten, Gott ist mit uns, Gott tat es. Ausgelöst durch das, was diese beiden People da, Jonathan und sein Waffenträger, gemacht haben. Und jetzt kommt eine der blödsten Sachen, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, beschwor Saul das Volk und sagte, Achtung, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Hey, das ist eine vollkommen unsinnige, willkürliche Anordnung. Und zwar mit einer super scharfen Strafe. Jeder, der nicht das tut, was ich dir sage, ist verflucht. Ja? Das war krankhaft überzogen. Ja? Damit ich mich an meinen Feinden räche. Hallo, es waren die Feinde vom gesamten Volk. Eigentlich ist das ein ganz interessanter Punkt, gerade in unserer heutigen Zeit. Unsinnige, willkürliche Anordnung mit einer extrem scharfen Strafe. Wenn du nicht spurst. Ne? Thema bei unserer Obrigkeit. Wie gesagt, Saul ist ein Bild für schlechte Leiterschaft. Ne? Gut, es war zu der Zeitpunkt, wo es Honig gab. Honig. Und dann lesen wir weiter, etwas weiter hinten. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem Mund, und seine Augen wurden wieder hell. Einer von dem Volk aber fing an und sagte, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird.
Und so ist das Volk matt geworden. Matt geworden. Unter schlechter Leiterschaft wird das Volk matt. Ist dir schon mal aufgefallen? Schlechte Leiterschaft, sowohl im natürlichen Bereich, also beispielsweise in Firmen, ja, irgendwelche Leiter, die übereingesetzt sind, Vorgesetzte, aber auch im politischen Bereich. Schlechte Leiterschaft, das Volk wird matt. Ja, richtig kraftlos, schwach. Aber auch im Geistlichen. Schlechte Leiterschaft im Geistlichen, das Volk wird matt, wird nicht aufgebaut, wird nicht zugerüstet, wird nicht stark, sondern es wird matt. Genau das haben wir hier den Fall. Ja, dumme, unsinnige Anordnung mit extrem scharfer Strafe, Volk wird matt. Jonathan hört das, was sein Vater gesagt hat, und sagt, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Autsch. Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Der war immerhin der König. Er wusste, das ist vollkommener Blödsinn, was der Vater hier gemacht hat. Und er hat gesagt, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Es war eine Tatsache, eine Tatsachenbeschreibung. Seht doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Hey, ich habe nur ein bisschen Honig zu mir genommen, so eine Art Powersnack, und schon kann ich weiterkämpfen. Und die anderen durften nicht und wurden immer schlapper. Und Jonathan sagt weiter, wie viel mehr, wenn das Volk heute tüchtig von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat. Denn jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß. Dachte, ey, wie blöd ist das denn? Hätten die sich gestärkt, hätten die Kraft gehabt, ja, hätten die was gegessen, dass sie bei Kräften bleiben, hätten sie die Niederlage viel größer machen können. Durch diese Anordnung wird das Volk matt und der Feind wird letztlich geschont. Wir können ihm nicht die Niederlage zufügen, die eigentlich dran gewesen wäre. Nur wegen so einer unsinnigen, bösen Anordnung. Das ist genau der Punkt. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Eine unsinnige, böse Anordnung, dass nur Veranstaltungen bis 250 Personen stattfinden dürfen. Warum? Warum? Wo ist der Sinn? Ich verstehe, wenn du sagst, es muss groß genug sein oder du musst von mir aus ein paar Quadratmeter haben oder irgendwelche solchen Regeln. Aber was weiß ich, in der Messehalle kannst du mehr unterbringen als in einem kleinen Restaurant. Und da dürfen die Leute ja zusammensitzen. 10 Stück von einem Haushalt, ganz eng. Und dann der nächste ist 1,5 Meter. Aber ansonsten 250 Leute, mehr geht nicht. Warum? Es gibt keinen Grund. Es ist eine willkürliche, unsinnige Anordnung. Und deshalb sollten wir dagegen aufstehen und sagen, wir beten wirklich dagegen. Ja? Wir beten dagegen. Und genau das war das, was Jonathan gesagt hat. Er hat sich nicht davon abhalten lassen. Gut. Und er wusste, wir hätten einen viel größeren Sieg haben können, wenn hier nicht so eine unsinnige Aussage gemacht worden war. Die unsinnige Verfluchung hat dazu geführt, dass die Niederlage dem Feind nicht so groß war, wie sie eigentlich hätte sein können. Dann geht's weiter. Und sie schlugen die Philister an jenen Tage von Michmas bis nach Ajalon. Und das Volk war sehr matt geworden. Wie gesagt, Folge schlechter Leiterschaft. Und jetzt geht's gegen Abend und jetzt kommt was ganz Blödes. Und das Volk fiel über die Beute her und sie nahmen Schafe, Rinder und Kälber und schlachteten sie einfach auf der Erde. Und das Volk aß das Fleisch über dem Blut. Okay, das ist jetzt etwas, was dem jüdischen Reinheitsgeboten entspricht. Das muss ja ausbluten und das Blut wiederum muss an bestimmter Stelle entsorgt werden, beispielsweise an einem Altar und so. Und hier haben die das einfach geschlachtet, weil die waren schlapp und schwach und dann haben sie sich da eben, wie soll ich mal sagen, den Grill angeschmissen. Und was eben da war, haben sie geschlachtet. Ja? Das Interessante ist hier, sie hatten Angst vor dem Fluch des Königs. Aber sie hatten keine Angst, sich gegen Gott zu versündigen, gemäß diesen Reinheitsvorschriften. Das trifft auch leider viele Menschen. Ja? Die Obrigkeit hat was gesagt. Da haben wir Angst vor. Aber was Gott sagt, ist ja egal. Das ist nicht in Ordnung. Und man berichtete es Saul und sagte, siehe, das Volk versündigt sich an Jahwe, denn es isst das Fleisch über dem Blut. Und er rief, ihr habt treulos gehandelt. Wälzt sofort einen großen Stein her zu mir. Ja, ihr habt treulos gehandelt. Er hätte das ganze Ding elegant komplett umschiffen können, war eine Folge seiner unsinnigen Anordnung. Und Saul sagte weiter,
Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, jeder soll sein Rind und sein Schaf zu mir bringen, es hier schlachten und essen, damit ihr euch nicht an Jahwe versündigt, indem ihr über dem Blut esst. Und in jener Nacht brachte das ganze Volk, jeder eigenhändig, sein Rind und sie schlachteten es dort. Das heißt, sie haben es einmal Tag geschlachtet, ausbluten lassen und dann konnten sie das zu ihrem Feuer bringen und dann sich da was braten. Ja, das heißt, das war die Beute, das waren die Live-Versorgung, ja, die Philister mitgebracht haben. Und weil sie so ausgezehrt waren, haben sie sich darüber hergemacht. Das war völlig unvernünftig, was da gelaufen ist. Und dann musste erst ein Altar gemacht werden und dann muss erst das ja geschlachtet werden und die halbe Nacht ist bei drauf gegangen. Komplett unsinnig. Ja? Hätten die ein bisschen was gegessen, hätte es zu diesen komischen Situationen überhaupt nicht kommen müssen. Und Saul sagte, etwas weiter hinten, lass uns noch in der Nacht hinabziehen, den Philister nach, und unter ihnen plündern, bis der Morgen hell wird, und niemand von ihnen übrig lassen. Das war seine eigene Zielvorgabe. Jetzt hat er gesagt, jetzt, ja, nach diesen ganzen Dingen, die hier ein bisschen schräg gelaufen sind, dachte er, jetzt jagen wir ihn nach, noch in der Nacht. Wir werden sie plündern, bis der Morgen wird. Wir werden niemand von ihnen übrig lassen. Das war seine Zielvorgabe, die er jetzt gegeben hat. Jetzt dem Feind hinterher. So, nachdem die alle ihren fetten Braten gegessen hatten. Ne? Und Saul, sie antworteten, das Volk, tu alles, was in deinen Augen gut ist. Und der Priester taucht jetzt auf einmal auf. Und der Priester sagte, erst lasst uns hier Gott nahen. Okay, die hatten gesündigt, die haben einen Altar gebaut. Jetzt kommt der Priester und sagt, Moment mal, jetzt wollen wir das hier erstmal klären. Warum eigentlich? Saul dacht, lass uns jetzt dem Feind nachjagen. Und jetzt kommt hier der religiöse Profi, also nicht despektierlich gesagt, sondern einfach und sagt, Moment mal, lass uns erstmal den Herrn fragen. Warum? Man hätte dem Feind nachjagen können. Es ist der Feind des Volkes Gottes. Saul dacht, jetzt wollen wir ihn vernichten. Jetzt kommt hier einer und sagt, Moment mal, Bremse, stopp. Erstmal ein bisschen checken. Gut, alles klar. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen den Philister nach? Er hat ja gerade eben gesagt, ne? Wir waren auf der Flucht. Der Herr hat mächtigen Segen geschenkt, er hat das Erdbeben geschenkt. Soll ich jetzt hinterherziehen? Jetzt? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete nicht an diesem Tag. Gott hat nicht geredet. Warum? Weil das ganze Ding lief doch schon. Es war doch schon Siege. Es war doch schon eine gewaltige Bewegung. Das war mitten in der Schlacht, sozusagen, zu sagen, ey, Moment mal, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Ja, ist das alles richtig, was wir hier machen? Ist das wirklich in Ordnung? Gehen wir hier richtig vorwärts? Und der Feind war auf der Flucht und konnte sich in Sicherheit bringen. Das war für mich ein komischer Aktionismus, der eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Obwohl ich absolut Verständnis dafür habe, den Herrn zu befragen. Aber du musst auch wissen, wenn du weißt, was zu tun ist, dann tu es. Ja? Du kannst auch dich in einer Schleife befinden und an dem, was der Herr für dich hat, vorbeigehen. So, jetzt hat der Herr also nicht geantwortet. Jetzt hat der Herr nicht geantwortet. Was ist jetzt los? Der Herr antwortet nicht. Also muss es irgendein Problem geben. Wenn der Herr nicht antwortet, gibt es ein Problem. Gut, das haben sie soweit rausgekriegt. Und jetzt hat Saul gesagt, wir müssen das Problem suchen. Wir müssen den Schuldigen suchen, warum Gott nicht spricht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Wie gesagt, der Feind war auf der Flucht. Er hätte erledigt werden können, hätte vernichtet werden können. Sie wollten ihm hinterher. Der Herr hatte gewaltige Siege geschenkt, ein Erdbeben geschenkt zur Bestätigung. Und jetzt fängt man hier an, Moment mal. Wir wollen erstmal einen Schuldigen suchen, warum der Herr nicht redet, mitten in der Schlacht. Und es folgt dann ein großes Getue, um den Schuldigen zu suchen. Da sagte Saul, tretet hierher alle Anführer des Volkes und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist. Der übersieht sein eigenes Fehlverhalten komplett, völlig, ja. Aber er sucht jetzt den Schuldigen. Denn so wahr Jahwe lebt, der Israel gerettet hat. Selbst wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, Achtung, wahrscheinlich hat er hier prophetisch gesprochen, oder er hatte eine Vorahnung, oder warum auch immer, soll er bestimmt sterben. Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Die wussten, was los ist. Und er sprach zu ganz Israel, ihr sollt auf der einen Seite stehen und ich
und mein Sohn Jonathan wollen auf der anderen Seite stehen. Und das ganze Volk, das Volk antwortete Saul, tu, was in deinen Augen gut ist. Und Saul sprach zu Yahweh, dem Gott Israels, gib rechten Entscheid. Da wurde Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Die hatten solche Lose. Da war ja der Priester dabei und der hatte wahrscheinlich so einen Brustschutz und da waren zwei Lose drin. Und mit den beiden Losen haben die also gearbeitet, um zu gucken, was der Herr jeweils sagt. Okay, das war natürlich jetzt nicht das, was Saul erwartet hatte. Oha, das Volk war jedenfalls nicht schuld. Und Saul sagte, werf das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Also das Ding hat schon funktioniert, ne? Da sprach Saul zu Jonathan, bekenne mir, was du getan hast. Interessant, ne? In dem ganzen Setting. Bekenne, was du getan hast. Raus mit der Sprache. Und Jonathan bekannte ihm und sagte, mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. Siehe, ich muss sterben. Das war alles. Kleinen Snack zu sich genommen. Eine lächerliche Lappalie. Eine Nebensächlichkeit. Nichts. Ja, da sprach, und Saul sprach, so tue mir Gott. Und so füge er hinzu, ja, du musst sterben, Jonathan. Das musst du dir mal vorstellen. Was für ein ultra schrilles Szenario da abgegangen ist. Was für ein wirklich wahnsinniger Typ das war. Was hat denn der gesagt? Die Helden müssen weg. Diejenigen, die etwas bewegen, die vorangehen, die müssen weg. Diejenigen, die den Sieg gebracht haben, die müssen weg. Ja? Wegen was? Wegen nix. Wegen einer albernen, bösen Anordnung, die er selber gegeben hat. Saul ging selbst nicht los. Er hat den Sieg durch diese komische Anordnung, dass man nichts essen darf, minimiert. Ja? Aber er will den töten, der die Lösung brachte. Das ist sehr interessant. Wobei Sohn hier durchaus auch geistlich zu verstehen ist. Ne? Weißt du was? Es gibt Christen, die sind so ähnlich. Die zielen genau auf die Leute, die im Reich Gottes etwas bewegen. Das sind so Mahner, Warner, Inquisitoren, ja, selbst nicht aktiv, aber sie gucken, wo ist irgendjemand, der was bewegt für das Reich Gottes und den schieße ich ab. Dem mache ich einen schlechten Namen. Da gehe ich dagegen an. Da kann ich nur sagen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist so die Pharisäernummer, ja. Irgendwelche Fehler suchen und dann ans Messer liefern. Hey, Jesus war auf der Erde. Und die Frommen wollten ihn töten. Was hinterher auch geklappt hat. Warum? Weil er nicht nach ihrem Ding gespielt hat. Weil er die absolute ultimative Pioniersalbung hatte. Weil er nicht in ihrem religiösen Konzept war. Und genauso ist es heute. Es gibt Leute, die wollen diejenigen abschießen, die nicht in ihrem religiösen Konzept laufen. Und das ist sehr traurig. Ja? Er wollte hier seinen eigenen Sohn, musst du dir vorstellen, töten wegen einer Vorgabe, einer unsinnigen Vorgabe, die er selber gemacht hatte. Das ist völlig ungeistig, das ist völlig verblendet. Wenn du dich nicht meinen Anordnungen unterordnest, dann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du in einer Situation bist, wo Druck ist, wo Kontrolle ist, wo Manipulation ist, wo Drohungen sind, wo Beschimpfung ist, Anklage, Unterdrückung oder was auch immer. Es ist nicht das Reich Gottes. Das ist im Fleisch. Und diese ganze Story hier ist eine Situation, wo es im Grunde genommen den Kampf zwischen Fleisch und Geist gibt. Zwischen denjenigen, die im Sieg vorwärts gehen und denjenigen, die im Fleisch dann reagieren. Also, so verrückt die ganze Sache ist, Jonathan hätte sterben müssen nach dem Willen Sauls. Trotz allem, was an diesem Tag passiert ist. Aber das Volk sagte zu Saul, sollte Jonathan sterben, der diese großen Rettungstat in Israel verbracht hat? Das sei ferne. So wahr der Herr lebt. Wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die Erde fällt, hat er es doch nur mit Gott schaffen können an diesem Tage. So löste das Volk Jonathan aus, damit er nicht sterben musste. Also aufgrund
des Eintretens des Volkes hat Saul sich von dieser Wahnsinnstat zurückhalten lassen. Was hier interessant ist, ist, es gab ja hier diesen Retter im Grunde genommen, der hier den Sieg gebracht hat. Und das Volk sagt, der darf nicht sterben. 2000 Jahre später, bei Jesus, war es genau die andere Story. Da hat das Volk gesagt, er muss sterben. Ne? Bei Jesus war es genau umgekehrt. Aber hier Jonathan, Kriegsheld, Jonathan, wurde vom Volk her im Grunde genommen gerettet. Er hat gesagt, nein, wir halten daran fest. Und dann lesen wir, und Saul ließ von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf und die Philister kehrten an ihren Wohnort zurück. Heißt, er hatte ja kurz vorher gesagt, wir werden die in der Nacht verfolgen, wir werden die komplett platt machen, da soll nicht einer überleben, wir erledigen die, hat er nicht gemacht. Durch diese ganze Schuldigen-Suchnummer da in der Nacht irgendwo, ja, und sind sie dann da geblieben und sind hocken geblieben und letztlich konnte der Feind sich in Sicherheit bringen. Letztlich war der Sieg nicht so groß, wie er hätte sein sollen. Ja? Letztlich wird diese Zielvorgabe, die er selber gemacht hat, nicht verfolgt. Immerhin war es ein großer Sieg für Israel, weil man diese Präsenz des Feindes oben im Hügelland damit erledigt hatte. Und im Hügelland hatte man das von den Philistern sozusagen befreit. Und es war auf jeden Fall ein Sieg für Israel. Aber er hätte noch größer sein können, wenn da ein bisschen mehr Weisheit gewesen wäre. 25 Jahre später etwa kommt es zu der Geschichte mit David und Goliath. Saul ist immer noch König. Und da ist wieder ein Philister. Goliath war ein Philister. Und interessanterweise hat Jonathan gesagt hier, wir gehen zu diesen Unbeschnittenen. Und die gleiche Formulierung gebraucht David. Ja, er sagt, was hier, da töst einer rum, das ist doch ein Unbeschnittener. Ja? Und alle waren da, wochenlang, haben in dieser Pattsituation gestanden. Ja, und dann kommt er, guckt sich das an, was ist denn hier los? Dem kann man doch das Maul stopfen, geht los und erledigt den. Er ist genau die gleiche Situation. Einer, der geht, der sagt, wenn ihr hier alle inaktiv seid, ich gehe mit dem Herrn. Der kannte den Herrn und ist losgegangen. Ja? Ganz ähnliche Story. Alle waren in Furcht, einer geht los, es gibt einen großen Sieg. Hier bei Jonathan waren es zwei, die losgegangen sind und es gab einen großen Sieg. Lass dich nicht zurückhalten, wenn du auf dem Herzen hast, etwas für den Herrn zu tun, wenn du auf dem Herzen hast, in was reinzugehen, wenn du merkst, dass Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, lass dich nicht von irgendwas zurückhalten. Ja, das Leben ist kurz genug und wenn du am Ende deines Lebens siehst, dass du an dem, was Gott für dich eigentlich hat, vorbeigegangen bist, ich sag dir, das wird ein gewaltiger Schmerz sein. Nutz die Zeit und geh in das hinein, was der Herr für dich hat. Vielleicht hast du auch eine Pioniersalbung in irgendeinem Bereich. Es gibt ja tausende von Möglichkeiten. Dann halte dich doch nicht zurück. Fang doch einfach an, das zu tun, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Fange an zu tun. Warum lässt du dich blockieren von irgendjemand, der vielleicht niemals bereit ist, deine Siege mit dir zu feiern. Ja? Ich möchte euch jetzt eine Geschichte vorlesen, die ich gefunden habe. Und die kommt aus einem uralten Buch. Und die Bibel hat doch recht, heißt das. Köstlich. Aber diese Story, die ich dir jetzt vorlese, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Jonathan und seinem Waffenträger Siegesstory. Ist absolut amazing. Wie gesagt, aus dem Buch und die Bibel hat doch recht. Dass Saul ein Taktiker von hohen Graden war, sollte sich nach 3000 Jahren aufs Neue zeigen. Ein in seiner Art einmaliges Beispiel bestätigt, wie die Bibel auch in kleinsten Einzelheiten recht hat, wie zuverlässig ihre Daten und Überlieferungen sind. Okay, wir gehen zurück zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Das Land Israel, genannt Palästina, war von den Türken besetzt. Und im Rahmen des Ersten Weltkrieges, die Türken kämpften auf deutscher Seite, Engländer waren die Gegner, haben die Engländer das verheißene Land eingenommen und gekämpft.
Und da war es in dieser Phase, wo diese Schlachten waren, das war unter General Allenby, einem gläubigen Mann, einem gläubigen Engländer, da kam es zu folgender Situation. Dem britischen Major Vivian Gilbert ist die Schilderung einer wahrhaft ungewöhnlichen Begebenheit zu danken. Er schreibt in seinen Feldzug-Erinnerungen. Im Ersten Weltkrieg suchte ein englischer Brigadeadjutant von der Armee, General Allenby's in Palästina, einmal bei Kerzenlicht in seiner Bibel nach einem bestimmten Namen. Seine Brigade hatte den Befehl erhalten, ein Dorf einzunehmen, das jenseits eines tiefen Tales auf einem Felsberg lag und Michmas hieß. Das Wort war ihm bekannt vorgekommen. Schließlich fand er es im 13. Kapitel des ersten Buches Samuel und las dort: Saul aber und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihm war, blieben zu Gibea Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert zu Michmas. Weiter stand da, wie Jonathan und sein Waffenträger in der Nacht zu einer Philisterwache gingen und dabei an zwei spitzen Felsen vorbeikamen. Einer diesseits, der andere jenseits. Der eine hieß Bozetz, der andere Senne. Sie kletterten den Hang hinauf und überwältigten die Wachen auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch pflügt. Von dem Getümmel erwachte der feindliche Haufen, glaubte sich von Sauls Truppen umzingelt und zerrann und verlief sich und ward zerschmissen, heißt es hier in dieser alten Bibelübersetzung. Daraufhin griff Saul mit seinem ganzen Streitmacht an und siegte. Also half der Herr zu der Zeit Israel. Der Adjutant überlegte sich, dass es diese Felsenenge, die beiden Felsnasen und den Acker doch wohl noch geben müsste. Er weckte den Kommandeur, las mit ihm die Bibelstelle nochmals durch. Patrouillen wurden ausgeschickt. Sie fanden den Pass, der nur schwach mit Türken besetzt war, und zwischen zwei Felsnadeln, offenbar Bozetz und Senne, hindurchführte. Hoch oben bei Michmas lag im Mondlicht ein kleines Blachfeld. Der Kommandeur änderte seinen Angriffsplan. Anstatt der ganzen Brigade schickte er nur eine Kompanie mitten in der Nacht durch den Pass. Die wenigen Türken, auf die sie stießen, wurden lautlos überwältigt, die Hänge erklommen und kurz vor Tagesanbruch stand die Kompanie auf der halben Hufe Acker. Die Türken erwachten und flohen Hals über Kopf, da sie meinten, von General Allenby's Armee eingeschlossen zu werden. Sie wurden alle getötet oder gefangen genommen. Und so, nach Jahrtausenden, hat nach Jahrtausenden eine britische Truppe die Taktik Sauls und Jonathans erfolgreich nachgeahmt. Das finde ich absolut grandios. Das finde ich sowas von cool, wo wir merken, dass das, was der Herr sagt, wirklich dauerhaft gültig ist, für immer gültig ist. Ja? Es ist etwas, was nicht einfach so nur für damals gilt, sondern selbst in diesem Bereich hat es die Möglichkeit, bis zum heutigen Tag tatsächlich gigantische Auswirkungen zu haben. Und das hat dazu geführt, auch dass überhaupt später Israel gegründet worden ist. Allenby ist ein frommer Mann, der schon als Junge dafür gebetet hat, dass Israel in sein Land wieder zurückkommt. Eine grandiose und coole Geschichte. Und wenn ich jetzt gleich zum Ende komme mit dieser bemerkenswerten Begebenheit, möchte ich noch mal ganz kurz das ganze Revue passieren lassen und noch mal dir sagen, was hier für dich wichtig ist. In unserer Zeit, in unserer Situation. Ja? Der Feind beherrscht das Land. Das kann das Land sein, ne? Also das Land, in dem du lebst. Das kann aber auch dein verheißenes Land sein. Das Terrain, was Gott dir gegeben hat. Der Feind ist da, er beherrscht es, er hat seinen Klammergriff drauf. Gott hat dir gesagt, gehört dir, aber der Feind ist da. Jetzt musst du anfangen zu kämpfen. Du musst aufstehen, du musst vorwärts gehen. Du musst sagen, ich lasse nicht zu, dass der Feind mich davon abhält, in das hineinzukommen, was der Herr für mich hat. Amen. So, dann fängst du an zu kämpfen. Wo? Direkt vor deiner Haustür. Genau da. Du brauchst nicht irgendwo sonst wohin zu gehen. Du kämpfst da, wo du bist.
fängst an, dafür zu stehen, was dir der Herr ins Herz gelegt hat. Du lässt dich einfach nicht mehr blockieren. Ne? Gut, dann gehst du los und attackierst die Siegeszeichen des Feindes. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinem Job, vielleicht in deinen Finanzen, wo er so mächtig sich da darstellt. Ja, du nimmst das Wort Gottes und sagst, Moment mal, das ist mein scharfes Schwert. Ich berufe mich auf die Aussagen, die Gott macht. Ja, ich werde leben und nicht sterben und die Taten des Herrn verkündigen. Als Beispiel. Und du sagst, ich lasse nicht zu, dass diese Krankheit mich erledigt. Ich halte mich fest an dem Wort Gottes. Ne? Und du reißt die Aussagen des Feindes, die Begrenzung, die Autorität, die Herrschaft, die reißt du ein mit dem Wort Gottes. Ne? So, und dann kommt es zum Kampf. Und das ist gut. Der Feind bläst sich auf. Er macht ein Mordsgetöse. Ja? Und du weißt, jetzt gehe ich in den Kampf. Dann ist der Punkt, wenn keiner geht, dann gehst du eben. Wenn keiner aktiv wird, dann werde du aktiv. Lass dich nicht zurückhalten. Lass dich nicht von den Umständen blockieren. Lass nicht zu, dass du von dem abgehalten wirst, was der Herr für dich hat. Ja? Denk bloß nicht, dass du sowas sagst wie, naja, wenn ich nicht in den Kampf ziehe, ja, dann kriege ich auch nicht auf die Mütze. Es wird nicht so sein. Ein Nicht-Angriffspakt mit dem Feind ist blanke Verblendung. Er wird immer dich attackieren. Er will immer, er ist immer hinter dir her. Weißt du was? Der Feind hat das Interesse, dass du den Morgen des morgigen Tages nicht erlebst. Wenn es nach ihm ging. Aber die Hand des Herrn ist doch auf dir. Du bist doch geschützt. Du gehst doch vorwärts. Wer kann gegen dich sein, wenn Christus für dich ist? Du kannst vorwärts gehen. Lass dich doch nicht blockieren. Gut, also, ne? Du widerstehst dem Feind, weil die Bibel sagt, dann flieht er vor dir. Okay, und egal wie es aussieht, du gehst vorwärts. Wenn keiner dabei ist, gehst du eben mit dem, den der Herr dir gibt, vielleicht dem Heiligen Geist, dem Waffenträger an deiner Seite. Und je mehr der Feind wütet, desto entschlossener gehst du in das hinein, was der Herr für dich hat. Genau, nicht warten, sondern losgehen. Wenn der Feind spottet, wenn er dich aufbläst, nimm es als ein Zeichen, dass der Herr mit dir ist. Je mehr der Feind rumtöst, je mehr er rumpoltert, nimm es als ein Zeichen, dass du den Sieg mit dem Herrn erreichen kannst. Ja? Und wenn du hochkraxeln musst und auf allen Vieren dich vorwärts bewegen musst und wenn es mühsam ist und wenn es anstrengend ist, ja, und wenn es dauert, lass nicht dich abhalten. Geh hin. Und je mehr er oben rumtöst, desto mehr steig empor, steig empor, steig empor. Auch im Lobpreis, steig empor. In der Proklamation des Wortes Gottes, steig empor, indem du gegen ihn stehst und sagst, was er mir versucht hier zu erzählen, ist nicht die Wahrheit. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und daran halte ich mich fest. Sei im Geist, ja, und sei dir bewusst, für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder wenig zu retten. Das gilt für dich. Wenn in deiner Familie eine Situation ist, wo du Rettung brauchst, der Herr kann es tun durch viel oder wenig. Wenn in deinen Finanzen das der Fall ist, in deiner Gesundheit der Fall ist, in deiner Gemeinde der Fall ist oder wo auch immer. Es ist möglich. Ja, durch viel oder wenig. Hier war es sehr wenig. Zwei People. Ne? Ja, wir kuscheln nicht vor dem Feind, sondern wir sind aktiv. Wir stehen auf, wir gehen vorwärts mit dem Herrn. Im Vertrauen auf ihn. Im Vertrauen auf ihn. Egal wie die Ressourcen aussehen, ja, bleib nicht sitzen. Und lass dich auch nicht abhalten davon, dass man sagt, oh, das ist ein Revoluzzer und oh, das ist einer, der macht seine eigenen Wege und oh, das ist einer, der tut sich hier davonmachen außerhalb der Obrigkeit. Wenn du weißt, dass es vom Herrn ist, dann geh. Nicht unvernünftig. Ja, es war kein Junge, der irgendwie unbewaffnet da rumgefallen ist und vom Feind erledigt hätte werden können. Sondern es war ein Kämpfer und er wusste, wer der Herr ist und er ist vorwärts gegangen in dem, was der Herr für ihn gesagt hatte. Und dann diese Sache mit dem Zeichen. Er sagt, wenn der Feind das und das sagt, dann weiß ich, der Herr hat es in unsere Hand gegeben. Ja? Selbst festgelegt, zu sagen, Herr,
ich gehe mit dir vorwärts. Und den Spott als Zusage für den Sieg nehmen. Den Spott des Feindes als Zusage für den Sieg nehmen. Ja, das finde ich so grandios. Gott ist auf unserer Seite, wer will uns widerstehen? Ne? Egal wie es aussieht. Der Herr schickt einen Schrecken gegen den Feind. Er erschüttert den Boden, auf dem der Feind steht. Und das Verderben, was der Feind plant, wo er wütet, wird erschüttert. Ja? Du musst dich hinstellen und sagen, genug ist genug. Im Namen Jeshua HaMashiach, genug ist genug. Ich akzeptiere das nicht länger, was der Feind mir antut. Ich akzeptiere das nicht länger, was hier passiert. Ich stehe auf und ich widerstehe dem Feind mit allem, was in mir ist. Das ist die richtige Vorgehensweise. Ne? Einfach dranbleiben, dranbleiben. Und der Herr wird seinen Segen geben. Und er wird dich führen. Ja? Und er wird dich in den Sieg hineinführen. Und selbst wenn dann irgendwelche komischen Leiter auftauchen und versuchen, dich runterzuknüppeln oder dir den Sieg wegzunehmen oder dir sagen, du musst sterben, weil du nicht mitgespielt hast oder irgendwie sowas. Vergiss es. Der Herr ist an deiner Seite. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja? Sei dir bewusst, es gibt Leute, die werden niemals deine Siege mit dir feiern. Aber der Herr, der führt dich von Sieg zu Sieg. Hab keine Angst vor den Kämpfen und Herausforderungen. Ja, das ist das, was die Bibel uns sagt im Neuen Testament. Ja, dass wir die Waffenrüstung anhaben. Warum hast du eine Waffenrüstung an? Die ist ja nicht dazu da, dass du gut aussiehst. Das ist zum Kämpfen. Ja, du bist ein Kämpfer. Ein Kämpfer im Geist natürlich, im Geistlichen. Ja, und es ist wichtig, dass wir einfach in das hineingehen, was der Herr für uns hat. Keine Angst vor den Mächten der Bosheit. Keine Angst vor dem, was der Feind versucht, uns anzutun. Keine Angst vor den niederträchtigen Aktivitäten des Feindes. Keine Angst! Es ist so wichtig, dass wir als Christen verstehen, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Der Herr ist an unserer Seite. Der Feind ist unter unseren Füßen. Wir sollen aktiv sein. Wir sollen aktiv gegen ihn gehen. Wir müssen aktiv sein. Wenn wir nicht gegen den Feind aktiv sind, werden wir irgendwann mit ihm laufen. Und das soll nicht für dich gehen. Ja? Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Aber das ist unser Job. Widerstehen. Halleluja. Ich bete für dich und ich spreche aus, dass dieses Wort in deinem Herzen versiegelt ist. Und dass du weißt, es ist eine Zeit zu kämpfen. Es ist eine Zeit hochzukraxeln durch die Schlucht, wo der Feind oben rumtöst. Es ist eine Zeit, vorwärts zu gehen und sich nicht abhalten zu lassen von wen oder was auch immer. Es ist eine Zeit, das, was der Herr in dich hineingelegt hat, wirklich zur Entfaltung bringen zu lassen. Es ist eine Zeit, in der Salbung, dieser Pioniersalbung vorwärts zu gehen. Und es ist eine Zeit zu beten. Es ist eine Zeit, gegen Krankheit vorwärts zu gehen, gegen Mobbing vorwärts zu gehen, gegen Ablehnung, Ausgrenzung, Beschimpfung, gegen Zurückweisung, ja, immer dieses Übersehenwerden vorwärts zu gehen, gegen diese finanziellen Probleme, gegen Hartz IV, gegen Armut, gegen Arbeitslosigkeit, gegen all diese Machenschaften des Feindes, gegen Krankheiten, was sie auch immer nur für einen Namen haben mögen. Ja, gegen diese Dinge aufzustehen und zu sagen, im Namen Jesus Christus, ich akzeptiere das nicht länger. Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zum Leib Christi. Ich bin Teil des Leibes Christi und der Feind ist unter unseren Füßen im Namen Jeshua HaMashiach. Das Blut Christi fließt sozusagen in meinen Adern, wenn ich Teil des Leibes bin und er das Haupt ist. Ich bin eins mit ihm und er ist gestorben und ich bin durch ihn gerettet und die Krankheiten sind durch seine Striemen geheilt. Und das nimmst du und hältst daran fest und geh vorwärts im Namen des Herrn. Amen. Amen. Was für eine geniale Story. Ja. Beides. Das mit Abishai und David und der Jonathan und sein Waffenträger. Was für geniale Berichte. Also mein Wunsch ist es, oder unser Wunsch ist es immer, dass ihr euch nicht so wegschwätzen lasst vom Alten Testament und sagt, ja, das war halt früher so und das gilt für heute nicht mehr. Sondern es hat diese Vorschattung für das, was wir heute im geistlichen Kampf, in der geistlichen Auseinandersetzung so dringend brauchen, dass wir diese ganzen Schichten in diesen Ereignissen, die da beschrieben sind, verstehen, dass wir es genau lesen, dass wir uns da rein vertiefen und reinspüren, wie war denn diese Situation und wie erlebe ich das heute?
Und was wir auch noch als Wichtiges erachten ist, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Amen. Nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen das. Nicht gegen wir haben gesagt, im Alten Testament war das Mann gegen Mann, Fleisch und Blut. Im Neuen Testament, ja, in dem neuen Bündnis mit dem Herrn, kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Mächte der Bosheit, gegen Fürstentümer in der Himmelswelt, die einfach die Mächte der Bosheit sind. Ja. Und deswegen ist unser Kampf heute, aufzustehen im Geist, aufzustehen auch in der, wie soll ich sagen, in unserer Denke, in unserem Sprechen, ja, in unserem Gebet, in diesen ganzen Dingen. Das ist das, was wir als Aufstehen und den Kampf gegen Mächte und Gewalten, gegen die Fürstentümer, gegen die Beherrscher dieser Finsternis tun und tun müssen. Es wird ganz, ganz, ganz dringende Zeit, dass wir lernen, dass wir dazu lernen, dass wir geistliche Muskeln entwickeln, um gegen diese feindliche Präsenz aufzustehen. Und die Zeit, in die wir gehen, so sagen es ja auch die prophetischen Worte, werden mit diesen Erschütterungen weitergehen. Und wir brauchen diese Kraft, ja, aus der Höhe. Wir brauchen diese geistlichen Muskeln. Und wir hatten vor, im April hatten wir gesagt, diese erste Wehe ist gekommen. Und diese erste richtig krasse Wehe bei einer schwangeren Frau heißt, jetzt geht's los. Und es wird so sein, dass weitere Wehen kommen und weitere Wehen kommen müssen. Das ist vom ganzen Ablauf als Bild, was Jesus auch gebraucht, so, ja, zu verstehen. Und diese Erschütterungen sind dazu da, etwas hervorzubringen, nämlich dass das unerschütterliche, Amen, Reich Gottes, richtig, hervorkommt. Yes. Das Unerschütterliche. Ja. Der Herr hat gesagt, ihr habt ein unerschütterliches Reich empfangen. Und dieses unerschütterliche Reich, das verkündigen wir. Wir verkünden, es kommt etwas hervor, was unerschütterlich ist, was die Pläne Gottes hervorbringt, was sein Wirken hervorbringt. Und der Feind wird in die Flucht geschlagen. Ja, deshalb sagt der Herr in Matthäus 24, wir sollen das Haupt erheben. Yes. Wenn diese Dinge geschehen. Genau. Wir sollen aufstehen. Haupt erheben. Position einnehmen. Wir sollen wie Jonathan sein, wie David sein, wie Abishai sein, wie, ja, die Helden des, wir Alten Testaments alle Helden und sein, des Neuen Testaments. Und deshalb heißt es, wir müssen auch kämpfen. Also du kannst kein Held werden, wenn du in der Ecke sitzen bleibst und heulst und die Jalousie runtermachst und sagst, hoffentlich kommt der Herr bald und hoffentlich bin ich dabei. Das ist... Das ist nicht kämpfen. Das ist nicht kämpfen. Und der Herr hat uns einen Auftrag gegeben, ihr, ja, Lieben. Da draußen ist eine Welt, die stirbt. Genau. Da draußen ist eine Welt, die ist dabei, in die ewige Verdammnis zu gehen. Genau. Und wir haben den Job, aufzustehen, ja, und Position zu nehmen, damit so viele Menschen wie möglich gerettet, genau, werden können. Weil der Herr will, dass eine große Zahl von Menschen gerettet wird, erlöst wird und, yes, in die Scheunen des Himmels hineinkommt. Genau. Und das ist unser Job und dafür werden wir beurteilt, dafür, ja, werden wir gerichtet. Ja. Ja, wir werden nicht wegen unserer Theologie gerichtet, sondern wir werden gerichtet, ob wir das getan haben, was der Herr uns gesagt hat. Genau. Ja? Wobei, nichts gegen Theologie, also wirklich. Ja, unsere Theologie ist eine starke Erweckung. Unsere Theologie ist der Herr. Und das Reich Gottes, was hervorkommt. Jawohl. Genau. Wunderbar. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende von unserem heutigen Abend. Ja. Es war etwas, wo es uns auf dem Herzen lag, über diese Helden der Bibel zu sprechen. Es, mhm, gibt ja noch eine Fülle von anderen. Ja, da kommen wir bestimmt noch hin. Beispielsweise Schadrach, Meschach und Abednego. Das oder sind schon mal auf dem Linsenfeld. Oder Gideon. Auch gut. Gideon ist auch gut. Auch gut. Ja. Eigentlich gibt es Jephtha ist eine bisschen schrille Story. Naja. Aber kann man auch mal drüber sprechen. Mose war auch ein Held. Ja. Josua. Ja. Kaleb. Aaron. Es gibt und einen Haufen Noah wirklich große Esther Helden in der Bibel. Und Deborah, die mit Sisera auf das Kampffeld gegangen ist.
Das ist auch. Und Frauen waren da auch dabei. Halleluja. Amen dazu. Das hat mich jetzt wieder gerettet. So, also wir sind am Ende von diesem Abend angekommen. Schon wieder. Eine Woche geht schnell rum. Genau. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Bitte betet für uns, betet für die Anliegen auch mit der Konferenz. Ruft es euch nochmal in Erinnerung. Ja. Ihr könnt diese beiden Predigteile nochmal, wie gesagt, in Häppchen angucken. Und Sonntag ab 10 auch wieder ja, online auf YouTube, Facebook genau, und über unsere Webseite. Jawohl. Bitte schreibt auch uns, schreibt Kommentare, schreibt, wie ihr im Glauben wächst, was ihr an Zeugnissen habt. Schickt uns eure Gebetsanliegen. Und, ja. Das Mosekörbchen ist da, wird täglich weiter gefüllt. Ja, wird sehr gefüllt. Und wir wollen wirklich einstehen für euch, für unsere Anliegen, wie auch immer. Genau. Und denkt dran, morgen Gebet für den Für Berlin. Tag in Berlin. Unbedingt. Denkt an den Mike Bates, dass er dafür nochmal betet, ja, der so scharf attackiert ist. Ja. Denkt an den Schofertag, Samstag in einer Woche. Ja. Das wird cool. Vielleicht möchtest du ja spontan auch dabei sein. Okay. Auf der Webseite kannst du dich informieren. Alles Gute. Es gibt viel, was ansteht, nicht wahr? Ja. Ja, Moment immer. Mal, noch mal ein Segensgebet kannst du noch mal machen. Ja, oder du. Ja, kann ich auch. Ja. Okay, genau. Im Namen Jesus Christus segnen wir dich. Yes. Wir segnen dich, damit das, was der Herr dir gegeben hat, diesen Schatz, der in deinem Herzen ist, dass das yes, wirklich hervorkommt. Lass genau, dich nicht berauben. Lass dich von niemand berauben, im Fleischlichen oder im Natürlichen und auch nicht im Geistlichen. Lass dich nicht berauben, sondern geh in das hinein, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Geh in das hinein, was er für dich hat. Und fang an, den Missionsbefehl Jesu umzusetzen in deinem direkten Umfeld. Denn das ist das, was der Herr dir gesagt hat. Fang an, für Kranke zu beten. Fang an, für Leute, die in Not sind, zu beten. Fang an, das Wort weiterzugeben. Denn das ist es, wo du sehen wirst, dass der Herr Zeichen und Wunder tun wird. Und ich bete für jeden, der krank ist und spreche Heilung hinein in den Körper. Amen. Für jeden, der in Schmerzen ist, dass diese weichen. Für jeden, der in irgendwelchen yes, Bindungen und Süchten und irgendwelchen Dingen gefangen ist, diese Ketten sollen zerstört sein. Im Namen Jesus Christus. Wir sprechen Freiheit für das Volk Gottes aus. Amen. Das war ja die Story von heute, wo der Feind sich aufbläst. Er wird erledigt, er muss fliehen. Und das Volk kommt in Freiheit hinein. Ja, dass diese Machenschaften des Feindes, diese Bedrückung und Unterjochung wirklich pulverisiert ist im Namen Jeshua HaMashiach. Amen. Amen. Amen und Amen. So, jetzt sind wir wirklich durch. Verabschieden wir uns. Jawohl. Ciao. Bis nächste Blessings. Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.